Also, dann möchte ich erstmal Sie natürlich alle ganz herzlich begrüßen zu dieser ersten Veranstaltung des Utopischen Raumes im neuen Jahr. Ich mache das im Namen der Stiftung Medico, aber vor allem auch der Frankfurter Rundschau und dem Institut für Sozialforschung, die Mitträger dieser Reihe Utopischen Raumes sind. Ich freue mich, dass so viele gekommen sind. Das hat sicher etwas mit dem Thema zu tun, natürlich auch mit den Referierenden, die will ich gerne noch vorstellen, aber auch mit dem Thema und das aus mehreren Gründen. Ich meine, der eine, den haben Sie jetzt alle verfolgen können in den Bildern im Fernsehen. Das Jahr hat ja begonnen mit Katastrophenbildern apokalyptischen Ausmaßes, brennende Wälder von der Fläche fast der halben Bundesrepublik, ein ganzer Kontinent in Rauchschwaden verschwunden sozusagen, 1 Milliarde Tiere sollen verendet sein, Hitzewellen, Ascheregen und dann Wasserfluten und Hagelstürme. Das sind Bilder, die mit Sicherheit vieles nahelegen, bloß nicht Utopie. Es sind eigentlich dystopische Bilder, wie wir festgestellt haben. Und ein bisschen erinnert das an den berühmten Ausspruch von Herbert Marcuse, den wir auch in dem ersten Flyer oben dran gestellt haben, vorangestellt haben. Sie kennen den berühmten Satz, ein Satz aus einem Vortrag mit dem Namen Am Ende der Utopie, gehalten in Berlin 1967, wo er sagt, wir können die Welt zur Hölle machen. Sie wissen, wir sind auf dem besten Weg dazu. Wir können sie aber auch in ein Gegenteil verwandeln. Das genau ist der Punkt, den wir heute auch zum Anlass nehmen müssen. Es gibt diese Paradoxie, es ist eine paradoxe Situation, wo die Zerstörung der Welt und die Rettung sozusagen unmittelbar nebeneinander stehen. Und wir alle wissen, dass es eigentlich nicht an Ideen mangelt, nicht an dem Wissen und auch nicht an den Gütern mangelt, um ein würdevolles Leben für alle Menschen zu schaffen. Aber die Frage, die uns dann beschäftigt, ist, warum fallen Wirklichkeit und Möglichkeiten so weit auseinander? Was ist zu tun, um ein gutes Leben für alle zu ermöglichen? Und welche Rolle spielt dabei, und das ist das Thema von heute Abend, der ökologische Umbau der Ökonomie? Was ist dazu zu leisten? Irgendwie wissen wir schon, dass es sowas wie eine Versöhnung der Ökologie mit der Ökonomie bedarf, aber wie das geschehen soll, das wissen wir nicht. Der zweite Grund, auch unmittelbar ein Thema in den letzten Tagen gewesen, gestern, vorgestern, das Treffen des Weltwirtschaftsforums in Davos. Sie haben vielleicht die Erklärung von Larry Fink, dem Chef und Gründer von dem weltgrößten Vermögensverwalter von BlackRock, mitbekommen, der gesagt hat, sie wollen künftig nur noch in umweltschonende Industrien investieren. Und dann fragen wir uns natürlich, ist das wirklich ein Umdenken oder ist es das, was Harald Schumann, der mit Christiane zusammen ein Buch geschrieben hat, kommt dann noch gleich darauf zu sprechen, gesagt hat, raus aus der Kohle, um dann wirklich Kohle zu machen. Diesen Spruch, den kann man sicher an der Stelle auch sich nochmal anschauen. Darüber wollen wir genau heute reden und zunächst hier auf der Bühne mit den beiden Referierenden, die ich gleich vorstelle und dann aber auch noch mit Ihnen. Ist denn jemand hier, der das steuern kann? Da kommt sie schon. Ist es vielleicht so besser? Ja, dann mache ich das so. Okay. Super. Müsste einfach sagen. Kein Problem. Ist nicht weg? Soll ich nochmal probieren? Soll ich leiser reden? Sonst heißt es, ich muss so lauter reden. Noch weiter weg? Okay. Ich höre das übrigens auch. Aber ich hatte gehofft, dass es sonst niemand hört. Aber ich mache trotzdem mal weiter jetzt. Wir werden also hier das große Privileg haben, diese Fragen, die ich kurz angerissen habe, mit zwei Gesprächspartnerinnen besprechen zu können, die sich nicht nur seit vielen Jahren mit diesen Themen beschäftigen, sondern das auch vor allem mit der großen Kompetenz und Entschlossenheit tun, die an der Stelle unbedingt zu würdigen ist. Ich will kurz die Gesprächspartnerinnen vorstellen. Ich fange mal mit Barbara Unmüßig an.
Sie ist seit 2002 Vorstand der Heinrich-Böll-Stiftung, beschäftigt sich schwerpunktmäßig mit Menschenrechten, Frauenrechten, mit gerechter Globalisierung und dabei immer mit einem besonderen Augenmerk auf Ungleichheit und Macht. Ihr Engagement reicht weit zurück. Ja. Nein, du bist noch nicht alt. Als Redakteurin des IZ3W in den frühen 80er Jahren aktiv gewesen, dann sich relativ rasch auf das Themenfeld internationale Umweltpolitik spezialisiert, gab es 1992 dann die berühmte Konferenz Umwelt und Entwicklung. Aus diesem Anlass ist dann das Forum Umwelt und Entwicklung entstanden, für das Barbara lange Zeit als Sprecherin fungiert hat, ich glaube bis 2002. Dann hat sie auch die NGO Weltwirtschaft, Ökologie und Entwicklung, WEED, mitgegründet, war lange Zeit auch deren Vorstandsvorsitzende, mit Begründung des Instituts für Menschenrechte. Ich könnte jetzt weiter eine ganze Reihe von Funktionen aufzählen, das ist eine ganze Menge. Und wir kennen uns seit den 80er Jahren. Und ich habe immer, Barbara, auch deine Radikalität bewundert, eben nicht vor verbrennenden Fragen der Zeit zurückzuschrecken und vor allem auch dann unbequeme Positionen einzunehmen, insbesondere auch im Kontext der Grünen. Ja, weil die Auseinandersetzung mit der grünen Ökonomie, und dazu hat sie ein Buch geschrieben, ist etwas, was insbesondere auch bei den Grünen geführt werden muss. Ich will bei der Gelegenheit auf das Buch hinweisen, das heißt Kritik der grünen Ökonomie. Es ist ein wunderbares Plädoyer, da wird sie gleich noch was dazu sagen, für einen anderen oder einen wichtigen, einen besseren Zugang zu dem Themenfeld. Barbara, herzlich willkommen. Schön. Die Bücher sind übrigens auch da hinten käuflich erwerbbar. Christiane Gräfe. Auch vielen vielleicht bekannt, Publizistin, hat Politikwissenschaften, Kommunikationswissenschaften und Amerikanistik in München studiert, hat dann viele Jahre als freie Autorin gearbeitet für EPD, für die Süddeutsche Zeitung, für Natur, später dann für die Wochenpost, die es nicht mehr gibt, für das Magazin der, nicht wegen dir gibt es es nicht mehr, das Magazin der Süddeutschen Zeitung und seit 99 ist sie Redakteurin und Reporterin beim Berliner Büro der Zeit. Beschäftigt sich dort schwerpunktmäßig mit Fragen der Ökologie und sozialen Themen. Vielfach ausgezeichnet für ihre Arbeit und auch zusammen mit dem schon erwähnten Buch Der globale Countdown über die Auswirkungen und Perspektiven der Globalisierung, was sie mit Harald Schumann zusammengeschrieben hat. Auch wir kennen uns schon sehr lange, auch seit den 80er Jahren. Damals hat Christiane Gräfe, glaube ich, einer der ersten Artikel gewesen, einen Artikel für Natur geschrieben über die Praktiken der Pharmakonzerne in der Welt. Wenn das stimmt, also die Geschäfte, die damals gemacht sind, es war nicht nur unbedingt ich, sondern es waren auch andere Kollegen von Medico, aber das ist eine lange zurückreichende Arbeit. Und ich schätze natürlich Christiane auch deshalb, weil sie nicht von einem Thema zum anderen hüpft, wie das Journalisten manchmal tun, also Modethemen aufgreift, sondern in die Tiefe recherchiert und dazu auch Zeit investiert, nicht nur die Zeit als Zeitung, sondern auch die Zeit, die man dafür braucht, Reisen unternimmt, also mit Leuten ins Gespräch kommt, einen klassischen Journalismus betreibt, der heute eher selten geworden ist. Sie werden sich darüber überzeugen können, wenn Sie in Ihr Buch schauen. Auch das Buch ist hier zu haben. Es heißt Global Gardening und beschäftigt sich mit Fragen der Bioökonomie. Ist es eine neue Form des Raubbaus oder wirklich eine Wirtschaftsform der Zukunft? Eine Fülle von Fakten, Einblicke in Entwicklungen, die vielen von uns verborgen geblieben sind oder nicht bekannt sind. Also Aufklärung im besten Sinne des Wortes. Auch dir herzlich willkommen. Wir wollen dann auch gleich einsteigen und noch mal kurz auf Davos zu sprechen kommen, wo ja, glaube ich, nur einer, also bis auf das Trampeltier aus dem Weißen Haus, eigentlich alle davon überzeugt gewesen sind, dass es sowas wie eines Umbaus bedarf. Dass sie irgendwo eingesehen haben, dass es eine Versöhnung von Politik und Ökonomie braucht. Das spüren auch Industrievertreter ganz deutlich, die immer wieder auch Hinweise in diese Richtung geben. Und dann tauchen diese ganzen Begrifflichkeiten auf, die uns inzwischen alle manchmal um die Ohren gehauen werden, wie grüne Ökonomie, Bioökonomie, Green Deal,
politische Ökonomie, Ökologie, die große Transformation, Nachhaltigkeitsrevolution, Green Deal. Also wenn man die Begriffe alle sich anschaut, dann herrscht wirklich kein Mangel an den Versuchen, etwas zu formulieren. Aber was sich dahinter verbirgt, welche Zukunftsbilder damit einhergehen, das bleibt dann meistens etwas unklarer. Und da brauchen wir, glaube ich, alle ein bisschen Hilfe beim Sortieren dieser Begriffe. Und damit wollen wir auch gerne anfangen jetzt, Barbara, in dem Buch Die Kritik der, der grünen Ökonomie, da plädierst du für den Begriff der politischen Ökonomie. Ökologie, sorry. Politische Ökologie, völlig korrekt. Die Frage, die natürlich damit einhergeht, ist Grün nicht politisch genug? Was möchtest du damit uns sagen? Erstmal ist es so, dass man schon sagen kann, dass seit mindestens 10 Jahren in unterschiedlichen Foren, natürlich auch in den Vereinten Nationen, beim Umweltprogramm der Vereinten Nationen, bei UNCTAD und anderen UN-Institutionen und in einzelnen nationalen Regierungen das Wissen darum, dass wir nicht so weiterwirtschaften können wie bisher. Das heißt, es ist immer Business as usual, geht nicht mehr im Kontext vor allem von Klimawandel und Artensterben. Ungleichheit spielt leider weniger eine Rolle, finde ich, in all diesen Konzepten. Gibt es jede Menge, du hast es schon erwähnt, Konzepte wie grüne Ökonomie ist entstanden rund um 20 Jahre nach Rio, nach der Konferenz 2012, die wieder im globalen Süden stattgefunden hat, in Rio de Janeiro 2012. In USA wird im Prinzip in Anlehnung an den großen Great Deal der 30er Jahre angeknüpft. Die EU jetzt mit dem Green Deal, und es lohnt sich schon, da genau hinzuschauen, was denn eigentlich gemeint ist. Die Konzepte unterscheiden sich schon im Hinblick auf die Radikalität, also wie viel Dekarbonisierung und wie viel Dematerialisierung, also wie viel Rohstoffverbräuche wollen wir senken, wie wollen wir wirklich mit den Emissionen runtergehen, ist unterschiedlich gewichtet. Und eins kann man sagen, dass zum Beispiel das Umweltprogramm der Vereinten Nationen aus meiner Sicht sich mit den ganzen Fragen von Ungleichheit, Verteilungsgerechtigkeit fast überhaupt nicht auseinandergesetzt hat. Das hat dann wieder die UNCTAD getan, die sich auch mehr mit globaler und internationalen Fragen von Ungleichheit beschäftigt. Und mir ist sehr wichtig, dass eben die Krisen, in denen wir sind, nicht nur als ökologische Krise, sondern auch als soziale Krise definiert wird. Also eine Vielschichtigkeit ökologischer Krisen und eine Unzahl auch von sozialen Krisen, die sich unterschiedlich artikulieren. Und aus meiner Sicht haben all diese Krisen einen großen und gemeinsamen Nenner. Und das ist der expansive Kapitalismus, der gleichzeitig die Kosten dieses Kapitalismus externalisiert, und zwar die ökologischen Kosten externalisiert, die sozialen Kosten externalisiert und vor allem jetzt auch nochmal bezogen auf Geschlechtergerechtigkeit, da hat ja die neue Oxfam-Studie geliefert, vor allem auch unbezahlte Arbeit zu dieser Externalisierung gehören. Und für mich ist eben sehr wichtig, dass alle Konzepte, die sich mit einem Neudenken der Wirtschaft, mit einem Rethinking beschäftigen, diese drei Faktoren mit einbezieht und sagt, wie können wir es eigentlich hinkriegen, dass wir sowohl die Ausbeutung auf dieser Welt stoppen, weil unser Wohlstandsmodell hier sehr, sehr stark davon lebt, dass wir nach wie vor die sozialen und die ökologischen Kosten an die armen und ärmeren Regionen delegieren, also sowohl Menschen ausbeuten als auch die Natur ausbeuten. Und deswegen muss es beim Neudenken wirklich um eine soziale, eine ökologische, eine Gerechtigkeitsdimension geben. Und die Konzepte, die wir vorliegen haben, auch der Green Deal der Europäer, hat eine starke Richtung CO2-Verbräuche senken, ein starker CO2-Blick, aber ganz wenig Blick auf, wie können wir auch die Ressourcenverbräuche radikal senken, weil das müssen wir auch, weil sie auch verantwortlich sind für viele lokale und globale Krisen. Und sie nimmt vor allem als Europäische Union viel zu wenig die soziale Dimension in den Blick, stark unter dem Blickwinkel, ja, wir müssen das sozial abfedern, aber nicht
darüber nachzudenken, dass unsere Sozialsysteme so massiv auch von Wachstum abhängen, das halte ich für einen Fehler. Deswegen brauchen wir eine viel radikaleres Umdenken ökonomischer Konzepte, die dann aber wirklich sozial, ökologisch und geschlechtergerecht sind. Ich denke, das ist genau auch der Ansatz dieses utopischen Raumes, weil wir versuchen ja genau in den verschiedenen Elementen und Dimensionen uns dem Problem zu nähern. Absolut, Sozialökologie ist der Punkt. Es geht um ein Neudenken der Situation und des erstmal Wahrnehmens der sozialökologischen Verwüstung der Welt, was wir oft vermissen in Konzepten. Du hattest gesagt, man muss auch den Ressourcenverbrauch angehen, also nicht nur an den CO2-Ausstoß zu denken, nicht davon einen Preis zu setzen. Das sind Debatten, die gerade sehr stark laufen. Wir kommen nochmal auf das, was du gerade gesagt hast, zurück. Ich möchte aber erst vorher nochmal ein bisschen den Blick richten in das, was eigentlich an dieser Ebene auch stattfindet, wo Christiane zugearbeitet hat, nämlich die Überlegungen, die durchaus etwas mit Umbau von Ressourcen und Produktionsverhältnissen zu tun hat, im Kontext der Bioökonomie zum Beispiel. Also wenn wir daran denken, dass da immer stärker, und das musst du uns, glaube ich, noch mal erklären, was das bedeutet, was das heißt, aber dass dann immer stärker pflanzliche Rohstoffe jetzt genutzt werden, um zum Beispiel Autos zu produzieren. Wir haben gestern am Telefon darüber gelacht, über die Flugzeugsitze, die man aufessen kann, also weil sie aus pflanzlichen Rohstoffen gebaut sind und man sich dann keine Gedanken macht über das Fliegen als solches. Das wäre genau das, was du gerade angesprochen hast. Aber da würde ich dich gerne mal bitten, Christiane, dass du uns ein bisschen erzählst, was da so alles in der Pipeline ist, was alles an Projekten im Kontext des Umbaus von Ressourcen, von Produktionsverhältnissen und Ressourcenverbrauch stattfindet, was manchmal anmutet wie futuristische Konzepte und wir vielleicht nicht so eine Idee haben, was da alles geschieht. Wenn du so ein Beispiel machen könntest, wäre das sehr schön. Wenn ich darf, würde ich ganz gerne auf das nochmal eingehen, was du am Anfang gesagt hast mit Davos und dass jetzt da auch sozusagen die Nachhaltigkeitskrise entdeckt worden ist. Und das klang so ein bisschen nach so einer Skepsis und auch mit dem Zitat von Harald Schumann. Ich glaube, dass man das sehr ernst nehmen kann und muss und dass das aber ein schlechtes Zeichen ist auch, weil die Industrievertreter, die dort versammelt sind, ja selbst längst alle massiv konfrontiert sind mit den Krisen. Also wenn ich als Schokoladenhersteller inzwischen Probleme habe, an Kakao in den Mengen ranzukommen, wie ich sie ihn eigentlich brauche für oder Haselnüsse oder an was auch immer, wenn ich Rohstoffknappheiten erlebe, dann ist das einfach ein ernsthaftes Problem für diese Unternehmen. Und es gibt noch mehr Probleme. Das eine ist, es klingt jetzt auch eher so ein bisschen marginal, ist es aber, glaube ich, nicht die junge Generation. Die sitzt nicht nur am Frühstückstisch. Ich habe neulich auch, also die klimakritische junge Generation sitzt nicht nur mit den Leuten am Frühstückstisch, sondern ich habe neulich eine sehr interessante Energiekonferenz besucht, wo die Vertreterin des Weltgasverbandes sagte, dass sie keine Mitarbeiter mehr kriegt, weil die jungen Leute keine Lust mehr haben, in fossilen Branchen zu arbeiten. Kann man durchaus ernst nehmen. Die Finanzindustrie, BlackRock, ist längst nicht das erste Unternehmen, sondern viele andere Investoren achten erstens auf die Klimarisiken inzwischen, die ja einfach bei Unternehmen gegeben sind. Also was passiert, wenn die direkt an der Küste bauen oder auch entsprechend wirtschaften. Und die aber vor allem, und da kommen wir jetzt so ein bisschen zu unserem Thema, den Wandel, um das, was Harald gesagt hat, kritisch gesagt hat, sozusagen in deren Sinne positiv zu formulieren, als riesige Innovationschance sehen. Und da, glaube ich, kommt es jetzt drauf an, genau hinzugucken. Also die Wirtschaft muss umgebaut werden, das wissen alle. Aber in welcher Weise das jetzt geschieht und mit welchen Technologien und welche dabei neue Probleme hervorrufen, die vielleicht noch schlimmer sind als die alten, welche wirklich gut sind, da glaube ich, bedarf es jetzt sehr dringlich der Klärung. Und da sind all diese Begriffe, die du gerade am Anfang genannt hast, auch, glaube ich, klassisch das, was man
was der Germanist Uwe Pörksen mal sehr schön als Plastikwörter bezeichnet hat. Also Begriffe, die alles und nichts sagen. Also jeder assoziiert mit Green Deal oder mit grüner Ökonomie oder mit Bioökonomie was Positives. Es wird damit was wie ein Paradigmenwechsel induziert. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Die übergroße Mehrheit in der Gesellschaft hat verstanden, wir müssen wirklich dramatisch was ändern. Aber wie und was, das versteckt sich eben auch hinter diesen Begriffen. Das hast du ja auch gerade schon gesagt. Und mit diesem Hintergrund würde ich jetzt gerne eben auf diesen Begriff der Bioökonomie eingehen, der eben auch so ein, ich würde sagen, Plastikwort ist, ein scheinkonsensuales Plastikwort. Und da kommt es eben immer sehr drauf an, wen man fragt. Also was ist Bioökonomie? Wenn man das Bundesforschungsministerium zum Beispiel fragt, dann ist es eine Wirtschaftsstrategie, bei der die fossilen Ressourcen in allen Bereichen des Wirtschaftens ersetzt werden durch biologische Ressourcen. Und damit wird eben nicht nur verstanden Mais, Zuckerrohr, Palmöl, Pflanzen, die man auf dem Acker anbauen kann, sondern darunter werden auch verstanden zum Beispiel Mikroorganismen, Enzyme, die in der Industrie eingesetzt werden, um Chemie einzusparen, zum Teil total faszinierend, also wie man die in Prozessen einsetzen kann, zum Teil gentechnisch verändert, zum Teil so wie sie sind, also Mikroorganismen können sein, Bakterien können Pilze sein. Da wird unendlich geforscht. Können aber auch eben Stichwort synthetische Biologie sozusagen am Computer designte ganz neue Organismen sein. Das ist sozusagen die Zukunftsorientierung und die Hoffnung, wir können uns, wenn die Natur knapp wird, sozusagen eine neue basteln. Und wenn wir bestimmte Funktionen in der Produktion brauchen, dann können wir die selbst schaffen. Das ist natürlich eine sehr kontroverse Diskussion. Wie weit wollen wir da gehen? Was sind da Chancen? Was ist daran wirklich Frankenstein? Das ist auch alles noch in den Anfängen, aber auch da fließt eben sehr, sehr viel Geld rein. Auf pflanzlicher Basis. Also meistens müssen die dann doch noch irgendwie auch gefüttert werden, aber doch Organismen selbst zu schaffen, die uns nützen, um zum Beispiel Textilien herzustellen, chemische Grundstoffe herzustellen, Baustoffe herzustellen. Du hast das Auto genannt. Aber es wird auch Holz genutzt. Die Idee ist, auch wiederum mit Hilfe von biotechnologischen Verfahren Rohstoffe sehr viel effizienter zu nutzen, also Holz zum Beispiel in Verbindung mit anderen Materialien für Leichtbau zu verwenden, es möglichst nicht zu verbrennen, so wie wir das im Moment machen. Also die vermeintlich ökologischen Holzpellets sind, was die Effizienz angeht, eigentlich fatal. Sondern das Holz erst so zu nutzen, dass man Chemikalien draus macht, ist dann möglichst lange stofflich zu nutzen, also für Möbel und zum Bauen, auch zum Häuserbauen, wo möglichst lange CO2 gebunden wird und es erst dann ganz am Schluss auch noch vielleicht zu verbrennen. Also dieses ganze Spektrum, die ganze Lebensmittelindustrie, die gesamte Landwirtschaft, Precision Farming, also der Ersatz von fossil erzeugten Chemikalien, Pestiziden, Düngemitteln und so weiter durch auch biologische Mittel beziehungsweise ihr effizienterer Einsatz, indem man digital gesteuerte Maschinen benutzt, die dann dafür sorgen, dass eben nicht mehr das ganze Feld mit Chemikalien besprüht wird, sondern nur noch sehr punktuell wirklich da, wo es auch ein Problem gibt. Es ist ein riesengroßes Spektrum an Innovationen und der größere Teil davon findet im Augenblick auch noch in der Forschung statt. Also Bioökonomie ist in allererster Linie eine Forschungsstrategie, die dann aber eben auch immer mehr in die Anwendung und in die Praxis kommen soll. Und das ist in manchen Fällen schon länger der Fall, wie bei Biosprit und Biogas oder anderen Formen von Bioenergie. Und bei anderen ist es sozusagen noch futuristische
Techno-Utopie, wenn wir hier uns in einem utopischen Raum bewegen. Also das ist, wenn man das Forschungsministerium fragt. Wenn man Umweltschützer fragt, dann stellen sich bei denen tendenziell eben erstmal die Nackenhaare auf und sie sagen, Biosprit und Bioenergie haben uns gezeigt, wie endlich die Ressourcen sind. Auch nur der erste Anfang eines Einsatzes dieser biogenen Ressourcen im großen Stil hat zu Landraub weltweit geführt, hat zu ökologischen ökologisch desaströsen Monokulturen geführt. Wollen wir das jetzt etwa noch ausweiten, obwohl es schon bei dieser kleinen Staat so fatale Folgen hatten? Reicht es da wirklich, den effizienteren Einsatz zu propagieren und so weiter? Also es ist eine sehr kontroverse Geschichte, die sehr viele Zielkonflikte in sich birgt. Und ich glaube aber, dass diese Zielkonflikte auch einfach die wichtigsten Themen unserer Zukunft sind, weil, wenn ich das auch noch kurz sagen darf, halte diese Sache mit Ökologie und Ökonomie für ein Fake. Ökologie ist per Definition eben schon Wirtschaften in ökologischen Grenzen. Und ich glaube, alles andere muss man daraus ableiten. Und es sind nicht zwei Systeme, die man irgendwie versöhnen muss, sondern man muss endlich ökologisch wirtschaften. Absolut. Jetzt sind wir an dem Punkt angelangt, an dem wir wahrscheinlich noch eine ganze Menge zu diskutieren haben werden. Das ist Ich zu lang geredet. Nein, du hast überhaupt nicht zu lang geredet. Das ist wunderbar. Ich würde bloß gerne da noch mal ein bisschen genauer hinschauen, weil da wird es ja dann spannend. Und wenn wir jetzt auch mit jüngeren Leuten oder mit Wissenschaftlern reden, die davon überzeugt sind, dass sie das Richtige tun, dann ist es immer schwer zu argumentieren, was eigentlich dagegen spricht. Da muss man, glaube ich, ein bisschen noch argumentativ hinschauen. Also was spricht dagegen, zum Beispiel die Landwirtschaft präziser zu machen, damit weniger Agrochemie eingesetzt wird oder am Ende gar keine? Was spricht dagegen, erneuerbare Ressourcen zu verwenden in der Produktion von irgendwelchen Dingen? Was spricht dagegen, zum Beispiel jetzt den Kakao synthetisch biologisch herzustellen, wenn man ihn unbedingt braucht? Ich will es einfach noch mal aufrufen als Frage, weil diese Frage ist die tatsächlich dann sich auch stellt in der Gesellschaft. Was sind die Gefahren, die damit einhergehen? Was sind die Fallstricke, auf die wir achten müssen in dem Kontext? Ich glaube, da könnt ihr beide was zu sagen. Ich glaube, Christiane und ich haben unendlich viele Beispiele, wo es genau um diese Zielkonflikte geht, und überhaupt beschäftigen wir uns ja beide mit der Diskussion, was ist eigentlich Innovation? Alle diese Konzepte, Green New Deal, grüne Ökonomie, die setzen alle sehr, sehr stark auf technologische Innovation erstmal. Die abhebt darauf, dass wir die Krisen dieser Welt vor allem mit neuen innovativen Technologien in den Griff bekommen, mit mehr Effizienz, auch mit mehr Produktivität und so weiter. Und ich glaube, dass es deswegen gesellschaftlich sehr, sehr wichtig ist, sich damit auseinanderzusetzen, was wir alle gemeinsam eigentlich unter Innovation verstehen. Innovation ist ja nicht was unter Generalverdacht steht, unter kulturkritischem Verdacht steht oder unter kapitalismuskritischem Verdacht steht. Wir brauchen, die Welt ist immer im Verändern, im sich Verändern. Die ist immer, das gehört zum Menschsein, erfinderisch zu sein. Aber es geht ja deswegen umso mehr darum zu sagen, was verstehen wir unter Innovation und wie soll sie dem guten Leben dienen? Wie soll sie einer Ökologie dienen, die in planetaren Grenzen wirtschaftet zum Beispiel? Also unser gemeinsames Thema. Und da sind wir einfach mittlerweile in der Dimension, wie ich es sehe, dass uns viel zu sehr die Illusion verkauft wird, dass wir mit technologischen Innovationen aus den Krisen kommen und deswegen unter anderem ja auch im Klimakontext darüber geredet wird, wie können wir CO2 aus der Atmosphäre ziehen. Und dann kommen solche Ideen zustande, zu sagen, da bin ich sehr dafür, ja, wir müssen Ökosysteme erhalten, weil sie CO2 absorbieren. Aber es gibt dann auch großmaßstäbliche Überlegungen, nämlich auf zig Millionen Hektar Pflanzen anzubauen,
die dann für die Bioenergie eingesetzt werden sollen. Die Verbrennung, die dabei entsteht, das CO2 will man dann sammeln, also mit, indem man eben CO2 technologisch einsammelt und dann wieder in die Erde verpresst. Das nennt man Carbon Capture and Storage. Und das Ganze nennt man BECCS, Bioenergy und CCS. Und das sind Überlegungen, die dann genau dazu führen, dass man für diese Form der Energiegewinnung und für diese Form der Verbrennung und also Lagerung in der Erde Millionen Hektar Flächen braucht, die dann ja absolut im Zielkonflikt stehen, wie wollen wir eigentlich 9 Milliarden Menschen ernähren. Und da sind wir ja genau in dieser Debatte, wie wird eigentlich in einer Zukunft, wo der Planet an seine ökologischen Grenzen geraten ist, umverteilt, gerecht gewirtschaftet, wo gibt es einen Fair Share? Und ich kann da nur sagen, dass das wieder auch in diesen Diskussionen ein Wettlauf darum ist, wer wo welche Macht hat, wer die Finanzmittel hat. Und auch bei, zum Beispiel bei der Präzisionslandwirtschaft, um dein Stichwort aufzugreifen, kann man gezielter düngen, kann man gezielter Pflanzen ernähren durch Dünger oder durch Pestizide gezielter einsetzen, sind wir sofort bei dem Thema, wer verkauft diese Maschinen, eine Zahl zur Machtkonzentration in der Welt. In der Agrotechnik gibt es nur noch 3 große Konzerne, die weltweit den Markt beherrschen. Mit diesen Präzisionsinstrumenten sind die gleichen zum Teil Firmen, die dann auch das Saatgut verkaufen, die den Dünger verkaufen und so weiter, mit dahinter oder haben Marktanteile daran. Und von daher geht es mir, wenn wir über Zukunft des Wirtschaftens reden, ja, natürlich auch darum, uns diese Machtkonzentrationen und die Abhängigkeiten, die durch technologische Innovationen geschaffen werden, anschauen. Also das heißt, ein umfassender Blick auf Innovation, wem nützen diese Innovationen, wem gehören sie, wer verfügt über das Wissen. Bauern müssen ihr Wissen abgeben in der digitalen Landwirtschaft an die großen Konzerne, die die Daten auch sammeln. Wir haben erst letzte Woche eine große Veranstaltung zu diesem Thema gemacht, ne, wie Bauern dann eigentlich in der digitalen Landwirtschaft ihr Wissen abgeben müssen. Deswegen nochmal, wem gehören die Ressourcen, wem gehört das Wissen, mit welchen Machtverhältnissen und haben wir es zu tun und wie müssen wir uns eigentlich mit Abhängigkeiten, die da neu entstehen, durch Technologien auseinandersetzen. Das ist ein absolut wichtiger Aspekt. Wir werden gleich noch über Macht reden müssen, auch im globalen Kontext und die Abhängigkeiten, die schon angesprochen sind. Ich würde trotzdem noch mal ganz kurz noch einmal eine Rückfrage vielleicht auch an dich, Christiane, stellen, was diese Ernährungsfrage angeht. Die Landwirtschaft ist ja eine sehr zentrale. Und das Argument, wir müssen die Menschen satt machen, brauchen Innovation, ist ja immer eins, was dann in dem Moment kommt. Und dann hörten wir dann Jean Ziegler und andere, die sagen, dass eigentlich mit den vorhandenen Produktionskapazitäten schon 12 Milliarden Menschen ernährt werden könnten. Und das ist also nicht eine Frage von Innovation, sondern von politischen Problemen, also für Teilstrukturen, was du alles erwähnt hast. Da denke ich, sollten wir noch mal kurz drauf schauen, Christiane, uns vielleicht da noch mal helfen, was nun da wirklich der Fall ist, was da nun wirklich stimmt. Ich meine, das Argument, dass man Innovation braucht, um Menschen satt zu machen, das ist ja etwas trivial, aber es ist etwas, was immer auch wir hören, immer uns um die Ohren geschlagen wird. Also ich denke, im Augenblick ist es tatsächlich eindeutig so, dass die Welternährung möglich wäre durch gerechte Verteilung, durch das Einsparen von Ressourcen, durch weniger Verschwendung. Das ist, glaube ich, sehr leicht vorzurechnen. Und wenn man schaut, wo hungern die Menschen, dann ist es meistens da, wo genau das alles nicht passiert, wo man schlechte Regierungen hat, wo es Kriege und Konflikte gibt. Und jetzt wird es aber schwieriger, da, wo der Klimawandel die Voraussetzungen für den Anbau gefährdet hat und das ist also zerstört hat auch zum Teil oder zumindest erodieren lässt und das in Zukunft noch viel mehr lässt. Und ich fürchte, dass man allein mit dem Argument
die Welternährung ist eine Verteilungsfrage unter der Prämisse des Klimawandels nicht mehr klarkommt. Mittelfristig bestimmt nicht, vielleicht sogar längst jetzt. Also wir haben hier in Deutschland schon zwei Jahre hintereinander Probleme gehabt. Wir sehen gerade, was in Australien passiert. Die Hochrechnungen für viele Weltregionen, einschließlich des Mittelmeerraums, weiter Teile Afrikas, Südostasiens, Indiens und so weiter, sind ziemlich bedrohlich. Und wir sehen, dass alles schneller geht als erwartet. Das heißt, ich würde wir brauchen die Innovation nicht mehr unterschreiben. Wir brauchen sie vielleicht nicht jetzt sofort als allererstes. Und es war lange ein Argument, das sozusagen ein Instrument des Machterhalts war. Ich fürchte aber, dass das nicht reicht. Das heißt aber nicht, dass es egal ist, welche Innovation. Und ich glaube, das ist die viel spannendere Frage. Also ich bin eine Ingenieurstochter und als solche durchaus technologieaffin. Und ich glaube auch, dass es sich lohnt, immer weiter Technologien zu suchen, zu finden, zu fördern. Und da gibt es einfach, sage ich mal, schlichte und schlaue Technologien. Und die Frage ist, wo fließt das Geld hin? Also das ist mir ehrlich gesagt auch bei der Arbeit an diesem Buch erst klar geworden, wie sehr sich Forschungsfragen reproduzieren aus den Erfolgen vorheriger Forschungsförderung, weil da geht es dann auch weiter, also wird da weiter gefördert. Aber es gibt eben Fragen, die nicht gestellt werden und es gibt Technologien, die viel weniger gefördert werden, die noch nicht mal als Technologie anerkannt werden. Ich sage das jetzt mal ein bisschen konkreter. Wir haben wahnsinnig viel Geld in Gentechnik und Biotechnologie investiert. Und da ist auch viel wirklich Spannendes bei rausgekommen. Aber was die Schlüsselfragen der Welternährung angeht, also Salztoleranz, die Toleranz von mehr Fluten, von Dürren und so weiter, da ist eben so gut wie nichts rausgekommen bisher, weil das so komplexe Eigenschaften von Pflanzen sind, dass man sie eben nicht mit der Gentechnik einfach mal so hinkriegt. Und jetzt wird gerade propagiert, dass wir neue gentechnische Züchtungsmethoden haben. Die sind auch sehr spannend. Aber ob die nun wirklich so unendlich viel schneller funktionieren wie die bisherigen, kann man mit guten Gründen und kann man sehr bezweifeln. Es wird im Moment sozusagen als Deus ex machina propagiert, ist aber keineswegs so viel schneller. Auf der anderen Seite wissen wir, dass sogenannte agrarökologische Methoden, nämlich der Anbau von möglichst vielen verschiedenen Pflanzen auf einem Acker, einschließlich auch von Bäumen und Sträuchern, die verschatten, die Wasser im Boden halten. Die Pflanzen, wenn man es intelligent machen, unterstützen sich gegenseitig bei der Abwehr von Schädlingen. Da wissen wir das, was die Oma schon wusste, dass man Zwiebeln, was weiß ich, neben bestimmten anderen Pflanzen setzt und dann gibt es weniger Probleme mit Schädlingen, aber da ist relativ wenig Forschungsgeld reingeflossen. Ja, einstelliger Bereich im Forschungshaushalt. Minimal. Bei uns. Und das wird jetzt, und das finde ich aber spannend, der Begriff taucht plötzlich auch in den Papieren der FAO auf. Er taucht jetzt sogar auch bei der Bioökonomiestrategie auf, der Deutschen, der war da vorher nicht drin. Man merkt also allmählich, dass es auch noch andere Formen von Innovationen gibt. Und auch da könnte, und jetzt kommen wir auf die Präzisionslandwirtschaft, auch da ist die Frage, was mache ich damit? Nutze ich das, um die Pestizide noch ein bisschen zu strecken und weiter Rohstoffe für die industrielle Lebensmittelproduktion in großem Stil oder auch für Biosprit oder was weiß ich, mit weniger Energie, also mit weniger Chemieaufwand zu produzieren? Das würde ich sagen, ist schon ein Fortschritt immerhin, weil es wird weniger Chemie versprüht und das ist schon mal ein Fortschritt. Ja. Aber man kann eben diese digitale Landwirtschaft auch dafür nutzen, genau diesen Mischfruchtanbau sozusagen ökonomisch zu machen, weil es schon kleine Maschinchen gibt, die mit Sensoren erkennen, welche Früchte ich jetzt ernten kann und die dann dazwischen durchflitzen und mit Maschinen ernten, weil in Handarbeit ist das praktisch nicht finanzierbar. Also ich wollte einfach das Beispiel mal erzählen, ja, genau, weil es doch deutlich auch die, macht, die es kommt drauf an. Sagen, die Ökobauern sagen auch, ich bin für Präzisionslandwirtschaft. Da ist gar nicht der Konflikt. Ich will hier auch gar keinen Konflikt aufmachen, weil es gibt auch unter den
den Ökobauern ganz klar zum Beispiel eine Befürwortung dieser technologischen Erneuerungen, weil sie ihnen ja auch hilft, schneller, präziser mit ihren Methoden zu wirtschaften. Deswegen gibt es ja gar keinen Widerspruch, aber nichtsdestotrotz muss man ja genau hinschauen, wer, und darüber haben wir geredet, wer zum Beispiel sammelt die Daten, ne? Welche Daten brauchen auch die kleinen Bauern? Die kleinen Bauern, die brauchen die Wetterdaten, die brauchen bestimmte Daten auch von dann den großen Konzernen, die sie bereitstellen. Und mir geht es ja nicht darum zu sagen, hier und da geschieht auch Gutes mit Technologie. Es geht mehr darum, sie erstens sozial richtig einschätzen zu können und sie technologisch in ihren Gefahren einschätzen zu können und dann politisch darauf zu reagieren. Man muss dann zum Beispiel mit einem Landwirtschaftsministerium darüber reden, wie gehen Sie denn damit um, dass es erstens Datenschutz für die Bauern geben muss und wie muss zweitens reguliert werden, dass diese Daten dann auch den Leuten gehören und nicht den Konzernen. Da sind wir bei neuen Regulierungsfragen, die mit diesen Machtfragen zu tun hat. Da geht es aber nicht um die Technik. Also ja, also wir sind da auch, glaube ich, gar nicht so sehr im Widerspruch. Ich würde das sogar verstärken, was du sagst. Ich wollte nur deutlich machen, dass aus meiner Sicht etwas sehr Wichtiges fehlt in unserer Gesellschaft, und das ist eine Debatte über Forschungspolitik und über Technologiepolitik und über Technologiefolgenabschätzung in sozialen Zusammenhängen. Und vielleicht noch ergänzend zu der Machtfrage. Du hast die drei Konzerne genannt. Also das sind die großen Chemie- und Saatgutkonzerne. Was aber gerade da passiert, und das finde ich noch viel bedenklicher, ist, dass die zusammengehen, auch durch den Kauf und Kooperationsabkommen mit allem anderen, was Landwirtschaft betreibt, also mit Maschinenherstellern, mit Biotechnologieunternehmen. Und dadurch jetzt das, was man als die große Konvergenz bezeichnet, ja, also einfach nochmal intensivere Machtkonstellationen entstehen, die noch viel breiter sind als nur in Anführungsstrichen Saatgut und Chemie. Und auch das ist, glaube ich, bisher noch relativ wenig bekannt. Und deswegen muss man in der Tat darüber reden, wie schafft man Räume oder wie schaffen Politiker Räume dafür, dass es eben auch noch mittelständische Strukturen oder kleinbäuerliche Strukturen oder auch mittelbäuerliche Strukturen, aber überhaupt bäuerliche Strukturen in der Landwirtschaft geben kann. Denn das ist aus meiner Sicht tatsächlich ein großes Risiko, dass wir durch diese Konzentration auf der Anbieterseite dann in der Landwirtschaft am Schluss auch nur noch die Supermärkte am Schluss selber die Produkte herstellen. Und der zwischengeschaltete Bauer kann sich dann verabschieden. Also jetzt haben wir die Technikfixierung angesprochen als ein Problem und die Innovation in dem Kontext auch kritisiert und stellen aber fest, dass jetzt große Anbieter, Syngenta zum Beispiel, also auch die mit Agrochemie richtig viel Geld machen oder gemacht haben, inzwischen auch kapieren, dass es nicht mehr so funktioniert. Und das ist auch wunderbar geschrieben in dem einen Interview, was du da aufgezeichnet hast und wo der Vertreter von Syngenta dann sagte, wir sehen das auch, wir steigen da bald aus diesem Geschäft und werden uns künftig auf Beratung konzentrieren. Also wir werden dann unser Geschäft machen, indem wir den Kleinbauern oder den Bauern irgendwie beratend zur Seite stehen. Und das klingt dann erstmal wieder hübsch und schön und so weiter. Und dann tauchen die ganzen Probleme auf, die ihr schon geschildert habt im Hintergrund. Nämlich die Frage der Macht, wer verdient, welche Art von Beratung, wer hat die Daten, wer kontrolliert die Daten, wer kann etwas tatsächlich aus dem dann synthetisieren, mit dem man dann auch andere Leute berät oder beraten kann. Das sind, glaube ich, die Punkte, die wir in dem Augenblick zu sehen haben, aber noch nicht so richtig sehen. Wir haben hier in dem utopischen Raum beim Auftakt auch über genau diese Frage diskutiert mit einem wunderbaren Vortrag von Peter Wagner über was ist eigentlich Fortschritt. Ja, das ist ein sehr interessanter Vortrag gewesen, der sich jetzt nicht mit den Details auseinandergesetzt hat, auch gar nicht mit den Fragen, die wir jetzt hier aufwerfen, aber mit dem Problem, was ist eigentlich Fortschritt? Wie wollen wir den festmachen? Wollen wir den messen an technologischen Erneuerungen, die man vielleicht braucht?
Und wenn ja, in welchem Kontext? Und dieser Kontext, den habt ihr jetzt schon angesprochen, ich will den nochmal stark machen, und da können wir auch gleich ein bisschen weiterreden, nämlich der Kontext, dass es letztendlich darum geht, Fortschritt im Zusammenhang von der Verwirklichung von globaler sozialer Gerechtigkeit zu definieren. Also dass das, was wir eigentlich an Fortschritt haben wollen, immer eingebunden sein muss in die Gedanken einer Universalität von Menschenrechten. Das ist etwas, glaube ich, was bei den ganzen Spielereien, die wir jetzt haben, und bei den Innovationen nie mitgedacht wird. Und dass wir sozusagen ein Auseinanderfallen haben von einer extremen technologischen Entwicklung oder Beschleunigung der technologischen Entwicklung, und die gesellschaftlichen Zustände bleiben sozusagen zurück. Sie bleiben hinten dran. Könnt ihr das so bestätigen? Ja und nein. Also ja, aber nein, weil es eine... Macht es auch gleich. Also es sind auch vier jetzt. Ne? Also das eine ist Bayer-Monsanto, das andere ist Syngenta, heißt aber jetzt ChemChina, heißt glaube ich schon wieder anders, weil nee, es heißt immer noch ChemChina. Dann gibt es noch BASF und dann gibt es noch Dow DuPont, das ist eine amerikanische Dow Chemical, die mit einer Pflanzenfirma zusammen, das sind die vier Großen. Also und die kooperieren aber jetzt auch mit den großen Landmaschinenkonzernen und so weiter. Ich würde gerne, mit dem Fortschrittsbegriff, ich fand es sehr interessant, dass die Deutsche Landwirtschaftsgesellschaft, das ist sozusagen die technologische Avantgarde der Landwirtschaft in Deutschland, der neue Präsident hat einen Vortrag gehalten zu seinem Amtsantritt, was ist Fortschritt? Und er hat gesagt, es ist nicht mehr die Technik. Ich fand es hochinteressant. Ich glaube, dass das unter anderem daher rührt, dass wir weltweit sehen, Technik lässt Hunderte Millionen von Kleinbauern von ihrem Land verschwinden, weil es immer Rationalisierungstechnik ist, für die niemand weiß, was sie dann machen sollen. Ich glaube, dass das anfängt, sozusagen vielen Leuten zu schwanen, dass es eben nicht mehr ist historisch wie bei uns, dass es dann im 19. Jahrhundert Manufakturen gab und Fabriken, wo die einfach die Arbeitskräfte vom Land verschlungen haben und dringend haben wollten, sondern wer heute in Indien als Bauer seine Existenzgrundlage verliert, der wird eben in einer dort ja auch schon digital basierten Innovations-Modernisierungs-Großstadt nicht ohne weiteres noch einen Job finden. Das heißt, da ist auch die Sorge vor sozialen Unruhen groß. Und hier bei uns hat sich glaube ich, das Erschrecken über die AfD und ihre Präsenz in den ländlichen Räumen, in denen der Frust über die mangelnde Infrastruktur, über sich verändernde Landschaften, also sich immer mehr monochromisierende Landschaften, weniger Bauern, große Flächen, immer mehr Technik auch in der Landwirtschaft, in den Landschaften, Biogas, Windräder und so weiter. Da wird ja ganz viel Heimattümelei sozusagen von rechts okkupiert. Und ich habe den Eindruck, dass das auch anfängt, in der Politik anzukommen oder in den, sage ich mal, bürgerlichen Parteien und auch in solchen Institutionen wie jetzt der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft und bei vielen anderen, dass da einfach mehr passieren muss, dass man sich mehr Gedanken machen muss, wie die sozialen Strukturen in den ländlichen Räumen erhalten bzw. wiederbelebt, vielleicht neu erfunden werden. Also ich habe den Eindruck, dass diese reine Technologiefixierung im Widerspruch zu dem, was ich am Anfang gesagt habe, zumindest anfängt, ein bisschen zu knirschen. Fragezeichen. Ja, ich wollte jetzt noch mal mehr auf die soziale Dimension eingehen und wo wir da eigentlich in unserer Welt und auch vor unserer eigenen Haustür stehen. Also ich glaube, Sie sind sich hier auch alle bewusst, ne, wie massiv in Deutschland, in Europa soziale Ungleichheit zugenommen hat. Und ich finde es noch mal interessant, also alle empirischen Studien zeigen ja, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sozialer Fortschritt, ne, also nochmal der alte Fortschrittsgedanke, mit ökonomischem Wachstum Hand in Hand ging und die soziale Ungleichheit in den 20 Jahren Nachkriegsgesellschaft nicht zugenommen hat. Das hat sich in den 80er Jahren gedreht.
ja, dass die soziale Ungleichheit auch in europäischen Ländern massiv zugenommen hat und sich Wachstumsraten, das Wachstum der Wirtschaft nicht mehr artikuliert hat in einer, sagen wir mal, doch relativ egalitären Gesellschaft. Ich rede jetzt nur über Deutschland, ich rede nicht über die globale Welt. Heute wissen wir noch mehr denn je durch gute Erhebung von Daten, dass Einkommensungleichheit und Vermögensdifferenzen massiv sind. Ich erinnere jetzt noch mal an die aktuelle auch Oxfam-Studie, die rausgekommen ist. Oxfam gibt ja jedes Jahr vor dem Weltwirtschaftsforum in Davos diese Weltungleichheitsstudie heraus. Und die Daten sind erschütternd, finde ich. Sie sind erschütternd, weil sie einfach noch mal deutlich machen, dass wir nicht nur ein Problem in der Machtkonzentration bei Konzernen haben, sondern Vermögenskonzentration bei 2.500 Milliardären, die mehr oder weniger mehr als 50% des weltweiten Vermögens halten oder 1% der Vermögenden steht 50% der Weltbevölkerung gegenüber. Und ich sehe einfach überhaupt nicht, ne, wie in der politischen Gestaltung, in der ökonomischen Ausrichtung sich hier irgendwas ändert. Und ich möchte wirklich noch mal zu meinem Eingangsstatement zurückkommen. Ich möchte, dass wir, wenn wir über eine Ökonomie, eine zukunftstaugliche oder enkeltaugliche Ökonomie nachdenken, nachdenken in der Gleichzeitigkeit, dass es eine Ökonomie sein muss, die in diesen planetaren Grenzen bleibt und gleichzeitig aber auch diese Ungleichheit abbaut. Also müssen wir über Steuerungsmöglichkeiten reden, wie wir diese Ungleichheit abbauen. Und Proteste weltweit, die wir erleben, sind Proteste gegen diese massive soziale Ungleichheit, ob in Chile, auch in Hongkong, das wird unterschlagen. Auch in Hongkong gehen ganz viele Leute natürlich auch wegen des Machtmissbrauchs und der Kontrolle Chinas auf die Straße, aber auch, das wissen wir, weil wir vor Ort sind mit unseren Büros, weil die Leute sagen, hier in dieser Stadt Hongkong haben Abertausende von Menschen keine Zukunftsperspektive. Auch das ist ein Treiber von all den sozialen Protesten. Und mir geht es ja darum, wie wir auch über Umverteilung nicht nur bei Nahrungsmitteln und Land reden, sondern halt überhaupt in der gesellschaftlichen Debatte über eine Utopie, die das gute Leben für alle möglich machen soll. Okay. Also jetzt sind wir an einem Punkt, der wirklich wichtig ist, glaube ich, weil du vorhin mich korrigiert hattest und als ich gesagt habe, man braucht sowas in der Versöhnung zwischen Ökologie und Ökonomie, da ging es ja nicht um diese Versöhnung dieser beiden Begriffe, sondern es geht um, wenn dann die Frage, ob das ökologische Wirtschaften innerhalb eines bestehenden Wirtschaftssystems möglich ist. Und das ist ja der Kapitalismus, den wir gerade jetzt thematisiert haben. Und du hast es ja aufgemacht, eben Barbara, mit nochmal dem Hinweis auf den Bruch in den späten 60er Jahren, als tatsächlich mit der neoliberalen Politik. Der Ursprung liegt ein bisschen früher, als das alte fordistische Modell nicht mehr funktioniert hat und die Kapitalverwertung an die Grenze geraten ist und eigentlich Profite nur noch zu erwirtschaften waren, indem die Produktion internationalisiert worden ist, in dem dereguliert worden ist und darüber dann eben die Expansion. Das alles jetzt sich ereignet hat, was wir heute spüren. Jetzt kommt dann also Keser, der Chef von Siemens, und der hat heute wunderbarerweise, glaube ich, heute war es oder gestern gesagt, von Unternehmen jetzt die Lösung zu erwarten, das stimmt nicht. Wir sind angewiesen auf Regulierungen, die die Politik geben muss. Ich habe das mitbekommen. Ja? Also wo das auf einmal wie es wieder sich umdreht an der Weise und ich weiß nicht, ist das jetzt eine Einsicht oder was passiert da genau? Das würde ich gerne nochmal von euch hören. Nein, man kann auch, also ich habe jetzt auch im Umfeld von Davos gab es auch eine Umfrage, vor was fürchten sich die Unternehmen eigentlich am meisten? Also Davos macht ja eine Umfrage und sagt, was sind die weltwichtigsten Krisen? Und unter den Top 5 landen dann auch tatsächlich 5 ökologische Krisen, vom Klimawandel bis zur Ressourcenkrise, bis zur Wasserkrise und so weiter. Es gibt aber auch andere Umfragen. Da kommt ihr bei den Unternehmen, bei den globalen Playern, da kommt, was ist denn ihre größte Sorge? Und da rangiert auf Top 1 Regulierung. Also das finde ich dann schon interessant. Ne? Und das ist ja gerade, was wir erleben. Also ich erlebe eine Welt, einerseits des
des Nachdenkens, des Wissens darum, dass sie, das hast du wunderbar beschrieben, ja zum Teil auch ihre Produktionsgrundlagen, also ihre Inputs verlieren, wenn Natur zerstört wird, wenn Land nicht mehr bewirtschaftbar ist, wenn Ressourcen nicht mehr zur Verfügung stehen, muss ich mein Geschäftsmodell überdenken, Art 1. Das ist aber schon immer so, deswegen haben wir ja überhaupt Umweltschutz bekommen. Wenn ich die Gewässer so verschmutze, dass ich sie industriell nicht mehr einsetzen kann, war eine Triebkraft dafür, dass man bei uns technischen Umweltschutz durchbekommen hat seit den 70er Jahren. Wir haben ja schon lange eine Debatte um Umweltschutz. Aber die andere Seite ist, hast du auch gesagt, Christiane, wo sind denn neue Geschäftsfelder, wenn denn bitte Regulierung kommt? Ne, die kommen muss im Lichte dieser zuspitzenden, kann man ja nicht mehr von Wandel sprechen, sondern von Klimakatastrophe, die real ist. Und dann kommt wieder der alte Satz. Und was, ich meine, was macht Siemens? Oder BlackRock, auch interessant. BlackRock ist ein ganz wichtiger Anteilseigner bei Siemens. BlackRock stellt sich in Davos hin und sagt, wir müssen umdenken. Gleichzeitig ist BlackRock ein wichtiger Investor, ne, der Siemens ja mit unterstützt dabei, diese riesige Kohlemine in Australien zu bauen. Also ich erlebe hier die Welt der Widersprüchlichkeiten. Geschäftsmodelle werden bis an die harte Grenze gefahren und gleichzeitig wird auf diesen globalen Foren von Umdenken geredet. Und ich finde, wir haben die Aufgabe, das zu dechiffrieren und natürlich auch zu durchschauen und hier auch die Fakten zu liefern, was dann bitte in dieser realen Welt los ist. Bayer schickt natürlich Emissäre aus, die mit der Zivilgesellschaft, auch mit der Heinrich-Böll-Stiftung, auch bestimmt mit dir, Christiane, von der Zeit ins Gespräch kommen darüber, wie sieht denn ein zukunftsfähiges Bayer aus oder wie auch immer. Ja, ich bin Journalistin. Nein, es kann ja sein, dass sie dich befragen wollen, weil sie Ideen sammeln. Sie sind auf der Ideensuche. Sie sind auf der Suche nach klugen Ideen, wie sie Geschäfte der Zukunft machen können. Ist doch logisch, verstehe ich. Das ist deren eigene Logik. Und gleichzeitig ist es so, dass Bayer in einem Umfang wie noch nie Pestizide in den globalen Süden exportiert. Mit Wirkstoffen in Pestiziden, die bei uns in Europa nicht mehr zugelassen sind oder verboten sind. Das ist die Geschäftswirklichkeit. Bayer macht mit Pestiziden auf dem Weltmarkt 12 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr. Auch mit diesen Wirkstoffen, die nach Nepal gehen, auf die Sojafelder, für unsere Sojafuttertröge hier und so weiter und so weiter. Das ist die Geschäftswirklichkeit. Und die andere Wirklichkeit ist in der Tat das Umdenken, das Umsteuern, das Suchens. Und ich glaube, da sind wir alle gefragt, unsere Vorstellung von Zukunft und Innovation ins Gespräch zu bringen und zur gesellschaftlichen Debatte zu machen. Ich glaube auch, also ich glaube, das ist so eine Tempofrage. Ja. Also wir haben es ja bei der Energiewende, erleben wir es ja, dass die Unternehmen 20 Jahre und länger einfach verschlafen haben, auf die erneuerbaren Energien zu setzen, sie bekämpft haben, wo es nur möglich war. Und als es dann die Energiewende endlich gab, haben sie versucht, die Erneuerbaren möglichst erstens immer noch langsam einzuführen und das dann in den Strukturen, die Sie schon vorgegeben haben oder die zu Ihren Geschäftsmodellen passen. Und das heißt, es ist eine Verzögerung. Und so sehe ich das auch. Bayer verkauft natürlich Pestizide und auch in Europa und auch weiterhin. Und das würden Sie auch gar nicht bestreiten. Das machen Sie, das ist Ihr Job. Das ist, weil Sie halt ein Chemieunternehmen sind. Aber um sich jetzt ändern zu können, brauchen Sie auch eine andere Regulierung. Also wir haben im Moment Subventionen, Subventionssysteme, Steuersysteme, Preissysteme, die alle immer noch aus der fossilen Ära stammen. Und wenn man jetzt den großen innovativen Schwung da reinbringen will, dann braucht man halt zum Beispiel eine CO2-Steuer. Deswegen gab es ja auch hier in Deutschland mehrere Zusammenschlüsse von Unternehmen und so informell teilweise auch zumindest Teile des BDI und so, die gesagt haben, wir müssen das jetzt machen, weil sonst stimmt die Logik einfach nicht. Und ob die Logik dann reicht, um
sozial gerecht innerhalb planetarischer Grenzen umzubauen. Das ist nochmal eine andere Frage, aber zunächst mal innerhalb des bestehenden Wirtschaftssystems finde ich sehr plausibel, dass das da in Davos gefordert wird und nicht nur da, sondern auch sehr oft sehr konkret und trotzdem noch widersprüchlicher, wenn es dann ernst wird, also wenn dann Brüssel mal die eine oder andere Richtlinie für die Autoindustrie vorschlägt, sind die gleichen Konzerne wieder die, die das wieder bremsen müssen, weil sie es aus ihren kurzfristigen Geschäftsinteressen wieder möglichst verzögern müssen. Und da glaube ich auch, da muss einfach, da müssen wir weiterhin beobachten und analysieren und protestieren und Gegenvorschläge machen und am Ball bleiben. Und wir brauchen Regulierung. Und dann sind noch längst nicht alle Probleme, aber das ist erstmal das Wichtigste überhaupt. Also das Spannende war ja, dass wir schon jetzt mehrfach jetzt darüber gesprochen haben, dass es nicht nur der ökologischen Sichtweise bedarf, sondern auch des sozialen. Das ist ja der Punkt von dir ganz am Anfang gewesen. Und bei der CO2-Besteuerung haben wir zum Beispiel hier auch schon eine Debatte geführt über, was macht man mit den Einnahmen dann? Werden die zum Beispiel jetzt in Ökoprojekte gesteckt oder kann man damit Sozialprojekte finanzieren? Kann darüber zum Beispiel ein Grundeinkommen finanziert werden, um diese Beziehungen, die jetzt gerade hier angesprochen worden sind, auch deutlich zu machen? Das wären jetzt auch Zukunftsperspektiven, die wir hier versuchen zu diskutieren und die an dieser Stelle durch euch nochmal eine andere Bedeutung bekommen. Das ist, glaube ich, wichtig zu sagen. Wir werden gleich nochmal auf Ideen zurückkommen, aber ich möchte noch eins zur CO2-Besteuerung nochmal euch fragen, weil da steckt ja dahinter auch eine Idee, die möglicherweise relativ problematisch sein kann. Du hast die unterschiedlichen Machtverhältnisse, die Einkommens-, die Vermögensverhältnisse angesprochen. Es sind natürlich diejenigen, die mehr Geld haben, die vermögender sind, die können natürlich dann sich den Luxus leisten, auch Umwelt zu vernichten und zu pesten und die anderen eben nicht. Also diese Inwertsetzung von Zerstörungsmöglichkeiten durch einen Preis bedeutet ja auch, dass es manche können und andere nicht. Also das ist dann nicht unbedingt das, was sozial gerecht ist. Kann man das so sagen oder ist das möglicherweise falsch gedacht? Ich kenne das aus den Diskussionen zum Beispiel in Oslo, wo die Städte dann versuchen, jetzt die Einfahrt in die Stadt eben teurer zu machen. Das ist natürlich für jemanden, der viel Geld hat, ist es kein Problem. Der fährt da mit seinem Auto rein. Die anderen, die können das nicht, sind auf möglicherweise öffentliche Nahverkehrsmittel angewiesen, die nicht existieren. Also da wird deutlich, dass das Punkte sind, die miteinander zusammenhängen. Also ich glaube, das Problem ist, dass alles so lange verschlafen worden ist. Also zum Beispiel, dass die öffentlichen Verkehrssysteme nicht existieren, weil die Ungleichheit und auch die Ungleichheit im Konsum, würde ich mal sagen, existiert überhaupt generell sowieso, auch jetzt, auch ohne CO2-Steuer. Und man kann politisch gegensteuern durch alles Mögliche, durch eine Umverteilung in Steuersystemen. Man kann sehr gezielt die Leute, die dann zum Beispiel höhere Energiekosten in ihrem Haus vorübergehend haben, kann man Rückzahlungen zum Beispiel, es gibt ja auch Modelle genau in der Schweiz, dass aus der CO2-Steuer Rückzahlungen an die Bürger erfolgen. Man kann sie bevorzugt im öffentlichen Nahverkehr ihnen Angebote machen und so. Ich glaube, da Luxemburg kann man kostenlos fahren. Wie funktioniert das Modell in der Schweiz? Da wird die Einnahmen aus der CO2-Steuer werden pro Kopf, glaube ich, ne, der Bevölkerung einfach zurückgezahlt. Also das hat dann zur Folge, dass diejenigen, die wenig verbrauchen, tendenziell profitieren. Mehr Geld bekommen. Das ist in einem kleinen Land wie der Schweiz alles sehr viel leichter machbar als bei uns. Aber es wäre auch bei uns machbar. Die SPD hat es sogar vorgeschlagen eine Zeit lang. Oder ich glaube, die Grünen haben es auch vorgeschlagen. Ne? Also was ich sagen will, ist, es ist nur ein bisschen Fantasie und was heißt ein bisschen? Natürlich ein Kampf um Umverteilung gefragt, um dieses Problem abzumildern.
Aber ich finde, das Argument kommt mir im Moment, und das verstehe mich nicht falsch, ich weiß, mit welchem Motiv du das sagst, aber das kommt im Moment von Seiten, zum Beispiel aus der FDP, wo ich mich nicht daran erinnern kann, dass die sich jemals für diejenigen interessiert haben, die weniger Geld hatten. Auf einmal sind die aber diejenigen, die berücksichtigt werden müssen, um wieder zu bremsen und aufzuhalten. Und ich glaube, das kann das Argument nicht sein. Man darf das nicht gegeneinander ausspielen, das Soziale und das Ökologische. Aber wir sind jetzt einfach in einer Lage, wo die Natur uns die Rache um die Löffel haut. Ja. Wir haben sie wirklich über Jahrzehnte missbraucht, eigentlich auch Jahrhunderte, aber in den letzten, also seit den 60er Jahren halt wirklich verschärft in einem immer schnelleren Tempo. Und wir können uns das nicht mehr leisten. Wir müssen auf jeden Fall mit der Natur anders umgehen. Wir müssen darüber diskutieren, wie wir sie uns wünschen, wie sie aussieht und so weiter. Und dann müssen wir Modelle finden, wie man gerecht damit, also sagen die Lasten gerechter verteilen. Ganz gerecht wird es wahrscheinlich nie gehen, aber auf jeden Fall gerechter. Ganz kurz nur, also ich meine, Christiane hat es ja angesprochen, es gibt längst ganz viele Modelle, wie ökologisch und sozial gerecht, wenn Preise wie CO2 Energie teurer machen, zurückgibt an die Menschen. Das ist auch beim Wasser so. Es gibt sehr, sehr viele Modelle auch weltweit, wie man das sozial gestalten kann. Und das wird zum Teil aber unterdrückt und war ja auch jetzt ein Problem beim Klimapaket, dass das die Modelle, die es gibt vom Deutschen Institut für Wirtschaft, von den Grünen, von der SPD, obwohl SPD in der Regierung ist, überhaupt nicht aufs Tablett kamen. Und das finde ich auch wieder eine vertane Chance und wirklich verstärkt den Verdacht, den du ja auch schon geäußert hast, Christiane, geht's den, also gleichzeitig ist die Begründung, dass man mit einem 10-Euro-Preis eingestiegen ist, ne, pro Tonne CO2, das sozial begründet hat. Das ist absurd, ja, das ist eine Scheinbegründung gewesen, auch gut auseinandergenommen in vielen Artikeln, wie ich finde, die nochmal klar gemacht haben, das ist eine Scheindebatte von Altmaier vom Wirtschaftsministerium, die es nicht gerechtfertigt ist, weil es Modelle des Umverteilens und Sozialgestaltens ginge. Ich mache jetzt noch ein bisschen Werbung für mein Buch, wenn ich darf. Im Buch haben wir, das ist ja 2015, 2016 entstanden, da hatten wir gar nicht in Deutschland eine Debatte, ob es jetzt endlich mal einen Preis für CO2 gibt, weil das war ja gestorben fast schon, ja, diese Diskussion um Preisgestaltung. Ich habe noch ein anderes Problem mit diesem CO2-Preis. Also ich glaube, wir innerhalb einer jetzt existierenden Wirtschaft brauchen wir ihn und er entfaltet auch Lenkungsfunktionen. Das ist ein wichtiges Element. Aber was in der gesamten Ökologiedebatte und die Vielschichtigkeit um die sozial-ökologischen Krisen, die wir haben, kann der CO2-Preis nicht das einzige Steuerungsinstrument sein. Ja, da brauchen wir noch zig andere zusätzlich. Und diese CO2-Brille, durch die alles angeguckt wird, ne? Auch Naturbepreisen, die Fähigkeit von Pflanzen, CO2 zu absorbieren, wird ja auch bepreist. Ja? Da, finde ich, ist eine Grenze bei diesem Preismechanismus, bei diesem Marktmechanismus erreicht, wo ich sage, wir kommodifizieren und ökonomisieren mit diesem CO2-Instrument auch Pflanzen und Natur. Und da sage ich dann, da ist für mich eine Grenze erreicht. Das geht nicht, weil ich möchte nicht, dass Natur noch weiter in Wert gesetzt wird und wir im Klimaschutz, im Naturschutz jetzt auch mit diesem Preismechanismus arbeiten. Da gibt es andere Schutzmöglichkeiten für Ökosysteme und das wird ganz breit auch im Buch entfaltet, warum wir da und warum ich da auch dagegen argumentiere. Das wäre jetzt auch mein Punkt gewesen. Und da will ich aber gerne jetzt nochmal nachfragen, weil jetzt wird es dann interessant.
Was sind die anderen Systeme, die wir dann brauchen? Wenn wir das nicht wollen, also die weitere Inwertsetzung von Natur oder Kommodifizierung von Luft, von Pflanzen, von Erde und all die von Dinge. DNA, von Mikroorganismen. Von Mikroorganismen, ja, Bakterien. Oder, ja, und so weiter. Wenn das alles nicht die Zukunft bedeutet, das Utopische sein kann, was ist es dann? Darüber müssen wir jetzt noch ein bisschen reden und dann noch mal als letzten Punkt die große Debatte, wer sind die Akteure, die das durchsetzen wollen? Also diese super, beiden Thomas, Fragen, was willst du noch alles ansprechen? Die müssen heute noch kurz angesprochen werden, sonst hat es keinen Sinn. Also ich kann es noch mal ganz, versuche es kurz zu machen. Also wenn wir über ökologisches Wirtschaften reden, dann reden wir auch darüber, was muss aufhören, was müssen wir unterlassen. Und unterlassen werden muss sofort und ohne Worte, dass wir weiter die Meere versauern, die Meere überfischen, die Wälder abholzen für Sojaflächen und so weiter. Dazu muss man Nein sagen, nein. Und nicht Preise erfinden, die dann auch noch kommodifizieren, dass der Indigene im Wald jetzt auch noch ein CO2-Zertifikat bekommt. Und im Klima und in der Klima- und Naturschutzdebatte, auch beim Weltklimarat, wird ganz klar gesagt, wir können unter anderem, also mit drastischen CO2-Reduktionen, 2015 klimaneutral, ist ein ganz zentrales Element, Ökosysteme, die wir noch haben, schützen und sie nicht weiter unter den Pflug nehmen, sie weiter für alle möglichen, für Ölpalmen, für Soja, für Tierweiden und so weiter unter den Pflug zu nehmen. Und das bedeutet dann eben auch nochmal, hier eine Debatte darüber zu führen, dass wir nicht auf Fleisch verzichten müssen, aber dass wir nicht 60 Kilo pro Kopf essen müssen. Das ist zum Beispiel auch so eine Frage, wo man gar keine technologische Innovation braucht, sondern eine politische und soziale Debatte darüber, dass 30 Kilo pro Kopf, wer auch immer will, völlig ausreichen, ja, und wir damit diesen Schaden nicht mehr anrichten, den wir anrichten mit unserem Lebensstil, mit unserem Produktionsmodell. Also es lassen, unterlassen und weniger auf jeden Fall ohnehin. Ich kann doch auch nicht hingehen und sagen, ich habe ein Recht auf einen SUV, wie das manche machen, und das als Freiheitsdebatte stilisieren und das aufrechnen gegen das Recht auf Nahrung. Also da sind wir wieder in der Debatte, was heißen denn eigentlich dann in so einer Welt Menschenrechte und Verteilung? Ja, ich kann das nur unterstreichen und ich würde nur noch gern sagen, dass die CO2-Steuer auch deswegen so dringend, wie sie brauchen, ein Problem ist, weil sie eben oft im Widerspruch steht zu den Ressourcenthemen. Also da ist eben die Sache mit dem Biosprit, die Erfahrung ist das beste Beispiel dafür. Das war eine reine CO2-Vermeidungsstrategie und die hat dann eben auf dem Boden der Tatsachen fatale Konsequenzen gehabt. Das heißt, man muss die Dinge zusammendenken und das ist schon mal der erste Job, der in der Politik, glaube ich, sehr schwer zu institutionalisieren ist, weil alles immer nebeneinander her diskutiert wird und die Landwirtschaft hier und die Energiepolitik da und das Zusammendenken zu wenig stattfindet. Und ansonsten, glaube ich, gibt es wirklich sehr, sehr viele, sehr, sehr konkrete Instrumente, wie, sagen wir mal, eine Fleischsteuer, die ja jetzt auch man fängt an, darüber zu diskutieren, wie ordnungspolitische Vorschriften, Obergrenzen, Verbrauchsobergrenzen für Geräte, ganz banale, schlicht und ergreifend Gesetze, die halt durchzusetzen nicht so leicht ist. Aber das ist meiner Meinung nach der Job. Und wenn ich jetzt noch mal so ein bisschen ins Utopische oder jedenfalls in die Zukunft, ja, denken sollte. Ich glaube, was wir auch brauchen, und da sehe ich überhaupt keinen Akteur, das sind neue soziale Strukturen. Denn wenn das alles passiert, also wenn wenn die CO2-Steuer wirklich so hoch ist, dass sie wirkt, wenn alle ordnungspolitischen Maßnahmen ergriffen sind, dann wird es sehr viel mehr Gemeinschaftsmodelle geben müssen. Und da könnte man aber vielleicht auch sagen können, weil
Ich denke, dass das ja auch eine Antwort auf ein gesellschaftliches Problem ist, über das auch wenig diskutiert wird, nämlich den Individualismus, die Individualisierung, die Vereinzelung, die Vereinsamung. Also die Frage, wie bringen wir Menschen zusammen, welche Formen von, um das Schlagwort zu verwenden, Sharing Economy oder auch Sharing Lifetime, ja, Sharing, Cooking, was auch immer, finden wir, um das alles nicht immer nur als so ein Abrechnungsdrama zu sehen, sondern auch als eine Chance, die Gesellschaft auf eine neue Weise zu beleben. Und das fängt ja auch an. Also es gibt ja zum Beispiel Ernährungsräte in Berlin oder es gibt Regionalwert-AGs, die eine neue Verbindung zwischen Stadt und Land und Bauern und Verbrauchern herstellen. Und das kann man alles nicht verallgemeinern. Es passt hier und da passt es nicht. Aber in dieser Hinsicht nach vorne zu denken und eben Dinge zusammenzudenken, da sehe ich eine ganz große Herausforderung und aber eben auch eine Chance und was auch Spaß machen könnte. Soziale statt technologischer Innovation. Absolut, genau. Das ist wahrscheinlich der wichtige Punkt, der jetzt nochmal ganz stark, du hast ihn gleich am Anfang schon gesagt, aber der nochmal stark herausgekommen ist, dass das Fortschreitende, das Fortschrittliche nicht in der technologischen Innovation liegt, sondern in vielleicht auch des Wiederentdeckens von dem, was von Oma, die Oma wusste schon Bescheid, und die was in der Tradition manchmal schon angelegt war, das modern zu machen, modern werden zu lassen. Also etwas zurückzuholen und Prozesse, die zerstörerisch sind, aufzuhalten. Das sind ganz andere Herangehensweisen als die Überlegungen, jetzt, das muss alles nochmal neu technologisch gefasst werden. Das spricht nicht gegen Technologien und Prozesse, da muss auch geforscht werden, aber wir erleben ja, dass die Forschung, eben, du hast es vorhin schon erwähnt, in ganz andere Bereiche läuft. Die Forschungsgelder eben nicht für solche Projekte, wie sie gerade geschildert werden worden sind, eingesetzt werden. Jedenfalls zu wenig. Auch nochmal unterstreichen, Agrarökologie braucht auch Innovation, also und auch Forschung. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass in diese Bereiche aus unseren öffentlichen Forschungshaushalten nicht in neue Gentechnik oder CRISPR-Cas und wie das alles heißt, ne, damit beschäftigen wir uns ja auch, fließt, sondern eben in agrarökologische Innovation. Weil ich möchte schon auch nochmal sagen, also ich bin auch auf dem Land aufgewachsen und mit einer Oma, die noch eine Kuh hatte und eine Subsistenzbäuerin war und ganz, ganz arm war. Die hat ganz viel gewusst, ne? Auch zum Beispiel, wie man eben im Boden Rüben hält und so weiter, ne? Und wie man Eier über den Winter einlegt und so weiter. Aber sie hat auch ganz, ganz viel nicht gewusst. Und deswegen brauchen wir auch in diesen Bereichen, ne, neues Wissen. Und agrarökologische Forschung wird in Deutschland punktuell an Unis betrieben, aber das ist viel, viel zu wenig, gemessen eben an dem, was, du hast es ja auch beschrieben, ja, was in die anderen Forschungsbereiche geht. Zumal das alte Wissen nicht mehr passt, also dass der Klimawandel diese dramatischen Folgen hat, habe ich zum ersten Mal bei einem Kongress in Italien bei Slow Food, die hatten 4000 Landwirte, Bauern aus wirklich der ganzen Welt eingeladen, von Finnland über Chile bis Russland, also wirklich von überall her, und es gab nicht einen, der nicht schon vor 12 Jahren beschrieben hätte, wie die Klimaveränderungen sämtliche Anbautraditionen durcheinander bringen, also wie das alles nicht mehr funktioniert. Das zeigt, dass Innovation sogar noch viel, viel wichtiger ist, weil es nicht mehr stimmt. Bleibt die Frage noch nach den Akteuren. Wir wissen ja, dass da, und ihr habt es vorhin auch schon gesagt, vieles in Gang gekommen ist. Es gibt einige Proteste und Protestbewegungen, vieles findet auf der Straße statt. Das Stichwort Fridays for Future ist gefallen. Greta hat auch gesprochen in Davos. Und ist jetzt in dem Zusammenhang, in dem Kontext tatsächlich etwas in Bewegung geraten? Sind da die Akteure auszumachen, die so etwas vorantreiben können, was wir jetzt gerade versucht haben zu ergründen, in der ganzen Komplexität, in der ganzen Vielschichtigkeit? Ja, also ich meine definitiv, wir hätten noch nicht mal dieses mickrige Klimapaket, wenn die Leute nicht auf die Straße gegangen wären. Das muss man ja gar nicht positiv sehen, was da am Ende rauskam, aber es war immerhin der Einstieg. Und ich glaube, dass einfach die Breite, also dass
das Krisen, ich meine, nochmal mit Verlaub, wir sitzen auch hier oben und könnten sagen, machen wir doch schon seit 30 Jahren. Ja? Ich meine, ich war eine der wenigen deutschen Akteurinnen, die ersten Klimaverhandlungen, die haben begonnen 1989 in Vorbereitung, dann auf die Rio-Konferenz 1992 begleitet. Wir haben ganz früh begonnen, darüber zu reden, wir müssen diese Katastrophe aufhalten. Ja? Wir haben es halt verdammt nochmal nicht geschafft, das bei der Mehrheit der Bevölkerung unterzubringen. Ich bin total happy und dankbar, dass Schülerinnen, Aktivistinnen, Studentinnen auf die Straße gehen und die Oma und uns alle mitnehmen. Ja? Das ist doch wunderbar. Ja? Und ich glaube, dass es darum geht, dass das nicht in Frust umschlägt, ja, weil der Frust ist jetzt schon riesig, dass die sagen, wir gehen doch schon seit einem Jahr auf die Straße, aber Politik handelt nicht. Da sind wir alle gefragt, mit weiter, und daran glaube ich, dass es jeder gesellschaftliche Wandel, alles, es ist über Kämpfe erstritten worden, ob Frauenrechte, um demokratische Rechte, alles mussten wir erstreiten. Ich gebe euch recht, Christiane hat es gesagt, wir haben ein Problem mit der Zeit und mit dem Tempo, weil man kann, das ist eine meiner Sorgen, man kann auch da, wo Demokratie mal eingeschränkt ist, kann man sie zurückerobern. Ja, man kann sie zurückerkämpfen. Das führt auch leider, wo Demokratie eingeschränkt wird, zu Menschenrechtsverletzungen und zu Repression. Das erleben wir weltweit. Aber das kann ich wieder rückgängig machen. Ich kann es ändern. Bei bestimmten ökologischen Prozessen sind wir in einer Situation, dass sie irreversibel sind. Wir können, wenn diese berühmten von der Klimawissenschaft gemachten Tipping Points passieren, wenn der Golfstrom sich umkehrt, wenn das Eis so weiter schmilzt und so weiter, dann können wir noch nicht mal mehr regulieren und steuern. Dann haben wir ein nicht mehr gestaltbares Problem. Ja? Und deswegen geht es mir darum zu sagen, wir müssen Tempo machen, auf jeden Fall mit diesen Protesten nicht aufhören, weil sie gebraucht werden. Ja? Weil Politik, so wie sie unter Lobbydruck auch steht und unter Interessen steht, wird nicht so schnell handeln, wie wir wollen. Aber wir müssen auf die Straße. Christiane. Ich kann das nur unterstreichen. Und auch ich habe mich sehr gefreut über die Proteste. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen. Ich glaube, das reicht nicht. Ich sehe im Moment, also jedenfalls in Deutschland, sehe ich, dass wir eine super vitale Zivilgesellschaft haben, die das alles macht. Wir haben super professionelle NGOs und wir haben eben zum Glück jetzt auch wieder Leute auf der Straße. Und es sind auch nicht mehr nur die Schülerinnen und Studenten, sondern es weitet sich ja aus. Also es gibt auch schon den einen oder anderen Einwohnermeldeamtsmitarbeiter, der mit auf die Straße geht. Das ist alles toll und sehr erfreulich, aber meine Sorge ist, dass es nicht ausreichend Widerhall findet in der repräsentativen Demokratie, die ich immer noch für die beste Staatsform halte, die ich jedenfalls bisher kennengelernt habe. Sprich, in den Parteien, und das merken wir ja, gibt es zu wenig kritische Masse, die das aufgreift, was von außen kommt. Und deswegen ist mein Plädoyer rein in die Parteien, damit die kritische Masse in den Parteien entsteht. Nur dann können wir die Ordnungspolitik durchsetzen. Denn durchsetzen in unserem System zurzeit tun es Parlamente. Zum Glück haben wir Parlamente. Und aus meiner Sicht wird deren Arbeit zu sehr übersehen. Und es ist eine Ausdauerarbeit. Es ist die Arbeit des Bohrens und Brockelns, des Mehrheitenorganisierens. Die ist, ich sage es jetzt mal ein bisschen böse, vielleicht ein bisschen anstrengender als mit lustigen Kostümen auf die Straße zu gehen. Und ich finde, das sollten wir nicht vergessen. Wir sollten auch nicht vergessen, eine Partei wie die SPD, ich muss jetzt auch noch ein bisschen weinen,
die, was Sozialstrukturen angeht, eine Riesengeschichte hat, die ihren 100. Geburtstag feiert, als wäre es ihr peinlich, dass sie mal Genossenschaften gegründet hat, dass es Arbeiterbildungsvereine gab, dass es Sparvereine gab, dass es lauter solche Strukturen gab, die wir heute in Zeiten, wo wir über das Grundeinkommen und über eine Pflegekatastrophe und über ökologische Dramen reden, die wir dringend brauchen, von denen wir richtig was lernen könnten. Und daran müssen wir sie erinnern. Wir dürfen die Parteien nicht aus dem Blick verlieren und abschreiben als die Politik. Da sehe ich im Moment das größte Problem. Wunderbar. Ja, vielen Dank. Das ist natürlich jetzt der Punkt, wo Sie ins Gespräch mit einbezogen werden. Das ist der Appell an uns alle gewesen, auf die Straße zu gehen, in die Parteien zu gehen. Da haben Sie sicher auch Meinungen dazu, aber Sie haben auch wahrscheinlich Fragen und Kommentare zu dem, was Sie gehört haben. Also das Wort haben Sie jetzt. Es gibt eine Kollegin oder Kollegen, die mit Mikrofonen rumgehen. Bitte reden Sie in das Mikrofon, damit wir es alle hören können. Wer möchte? Hier vorne ist. Geht das? Ja. Die Frage nach den Akteuren wird doch auch besonders dann spannend, wenn es um internationale Zusammenhänge geht. Viele von den Regulierungsmechanismen greifen ja eher lokal, also wir denken hier an unsere Gesellschaft. Welche Strukturen sind denn überhaupt denkbar, die einen globalen Ausgleich bezüglich der großen Ungerechtigkeiten ins Werk setzen könnten? Wir sammeln mal 2, 3 Fragen und da ist noch eine. Guck mal da. Danke. Glauben Sie denn, dass wir mit den marktwirtschaftlichen Methoden, die wir jetzt haben, also in unserer Wirtschaftsordnung überhaupt diese Wende hinkriegen, so rechtzeitig, dass wir die Erde noch retten können? Und wie schaffen wir es denn, dieses gute Leben, wie wir es eigentlich für alle einfordern, wie wir diese Wende hinbekommen. Momentan leben wir ja nur in Konsumgesellschaft. Alles wird in Massen gebraucht. Wir hatten vorhin schon das Fleisch, das in Unmengen gebraucht wird. Wie schaffen wir es da in der Bevölkerung auch, dieses gute Leben neu zu definieren? Das war jetzt vor kurzem Thema auch im Rahmen dieser Kohleabbaugeschichte, dass also da jetzt Arbeitsplätze verloren gehen, dass man sich mal nachdenken müsste, nicht nur Geld hinzuschieben, sondern einfach mal sagen, die Leute sollen mal sagen, wie stellen sie sich eigentlich die Zukunft vor, wie wollen sie denn gut leben? Und generell glauben Sie denn, dass das alles noch rechtzeitig geschieht? Also ich habe da meine größten Zweifel, ehrlich gesagt. Da ist noch eine Wortmeldung hier vorne, Markus, oder da hinten? Ja. Ich bin beim Frankfurter Ernährungsrat, wir haben auch sowas und wir haben uns, die Ernährungsräte haben sich auf die Fahnen geschrieben, die lokale Landwirtschaft zu erhalten, zu unterstützen, zu fördern, dadurch durch die Nachfrage aus der Stadt, also so ganz schlicht. Jetzt habe ich aber mittlerweile einen Artikel gelesen, in dem beschrieben wurde, wie das mit den Landwirtschaft, mit dem Land in Mecklenburg-Vorpommern und Brandenburg ist, dass da also riesige internationale Unternehmen das Land aufgekauft haben, schon mit Lohnarbeitern das bearbeiten und dadurch auch, was Sie auch vorhin schon angesprochen hatten, die örtliche Bevölkerung halt keine Lebensgrundlage mehr hat und auch keinen Sinn, also zu leben da, weil keine Nachbarschaften, keine Menschen mehr, die da Arbeit haben, weil das fremde Lohnarbeiter sind, die kein Interesse haben. Und versank ich so ein bisschen in Depression, weil ich dachte, also was wir hier wollen und welche Ziele wir haben, haben wir da überhaupt noch Möglichkeiten, wenn das Land gar nicht mehr zur Verfügung steht? Christiane? Ich fange vielleicht mal mit der letzten Frage an. Das ist natürlich in diesen beiden Bundesländern extrem, weil das die alten ostdeutschen LPG-Strukturen waren und die waren immer schon sehr groß und die passen sozusagen gut auch zu großen Investments. Man muss allerdings sagen, dass die Landknappheit und auch das Steigen der Preise
in ganz Deutschland zunehmend zum Problem wird, also auch in Bayern und Baden-Württemberg inzwischen zum großen Problem wird und auch zum Problem wird, dass es Bauern verunmöglicht, ihre Höfe zu vergrößern oder was Neues zu machen und insofern auch zu Hofaufgaben beiträgt. Man muss über Bodenrecht reden. Ja. Auch das ist eine Stellschraube, die ist unumgänglich. Und inzwischen kommen durchaus auch aus konservativen Parteien erste Stimmen, die das auch so sehen, aus dem, was ich vorher versucht hatte zu erklären. Die haben einfach Angst vor den Rechten. Und von daher, ich kann jetzt nicht sagen, dass ich da besonders hoffnungsvoll wäre, dass das schnell geht und das vielleicht auch generell auf die Frage nach den Zweifeln. Natürlich habe ich auch Zweifel, aber ich habe das Gefühl, die kann man sich jetzt einfach mal nicht mehr leisten. Ja. Also versuchen und dann scheitern oder Erfolge zeitigen. Aber ich glaube, man muss einfach weiter versuchen und das betrifft auch die Frage nach den globalen Strukturen. Das kann man natürlich auch super düster beschreiben und sagen, da geht alles den Bach runter, die UNO ist immer mehr entmachtet, schon allein finanziell, die Verträge werden gebrochen. Man kann aber auch sagen, wir haben in der EU vielleicht ein paar falsche Richtlinien und Gesetze, aber wir haben ganz schön viel Reglementierung in der EU gemeinsam hingekriegt. Auch ein paar richtig gute, zum Beispiel jetzt gerade müssen die Pestizidzulassungsrichtlinien überprüft werden. Das ist zustande gekommen unter anderem durch ein Volksbegehren und dann einen Parlamentsbeschluss in Brüssel. Also es gibt auch durchaus Beispiele, an denen man zeigen kann, dass auch auf übernationalen Ebenen politische Erfolge errungen werden können. Also das finde ich auch immer wichtig. Und auf der globalen Ebene, die UNO wird immer dann plötzlich wieder entdeckt, wenn es ganz schlimm wird. Und in solchen Momenten kann man dann vielleicht auch mal wieder dafür streiten, dass sie gestärkt wird. Ein Beispiel dafür ist es zwar nicht die UNO direkt, aber ist die Welthandelsorganisation. Auf einmal merken alle, auch da, vielleicht finden wir nicht alle Regeln gut, die da sind, aber gut, dass es jemanden gibt, der diese Renationalisierung oder jedenfalls die falsch verstandene Renationalisierung und sehr bedrohliche Renationalisierung des Handels theoretisch nochmal bremsen könnte und auch neue Regeln finden. Also für die Strukturen zu kämpfen, ist halt auch eine der Ebenen. Übrigens kann man nicht alle Kämpfe auf einmal führen. Also da muss man sich dann aufteilen in verschiedene Gruppen. Die einen übernehmen dies, die anderen jenes. Die Marktwirtschaft, auch da, glaube ich, haben wir einfach nicht mal die Zeit, erst das System zu ändern und dann die Inhalte, sondern ich glaube, vielleicht ändert sich das System. Und marktwirtschaftlich finde ich übrigens gar nicht so schlecht, nur wir haben keine in vielen Stellen. Also wir haben einfach an vielen Stellen durch diesen gerade schon erwähnten neoliberalen Zug so viel Marktwirtschaft verloren und durch die Vormacht von Großstrukturen von Google bis, dass es sich lohnen würde, für die Marktwirtschaft wieder zu streiten als eine Möglichkeit, die jedenfalls mehr Vielfalt ermöglicht und damit auch eine größere Krisenresistenz und mehr Ideenreichtum. Also insofern, für mich ist das nicht unbedingt der Negativbegriff, sondern die kann man, glaube ich, durchaus gut nutzen, auch um Veränderung voranzubringen. Gutes Leben, die einen sagen so, die anderen sagen so. Also was gutes Leben ist, finde ich, sollte dann doch immer noch jeder selbst entscheiden. Ich glaube, wir wissen alle, was schlechtes Leben ist und was vor allen Dingen rücksichtsloses Leben ist. Das Entscheidende ist die Rücksichtnahme darauf, dass die anderen Leute auch gut leben können. Ja, vielleicht knüpfe ich da gerade an, Christiane. Also für mich ist gutes Leben schon, dass wir im Prinzip die ersten Artikel der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte wirklich voll inhaltlich ernst nehmen. Nämlich jeder Mensch dieser Erde ist mit Würde und Rechten geboren. Und genau diese Würde und diese Rechte, die werden der Mehrheit der Weltbevölkerung nach wie vor nicht gewährt. Und nach wie vor lebt ein großer Teil der Weltbevölkerung in Not und in Unsicherheit und in großer politischer Instabilität. Und ohne Not und in Sicherheit zu leben,
ist was, was wir gar nicht mehr kennen, aber was ein Großteil der Menschen auf der Welt sehr wohl kennt, nicht nur in Kriegen, sondern auch unter anderem verschärfen wir ja durch klimabedingte Wirtschaftsschäden nochmal die Not der Menschen und akkumulieren sie und setzen sie nochmal auf das drauf, was ohnehin schon an Unrecht und Würdelosigkeit geschehen. Aus der Folge unserer Rücksichtslosigkeit. Auch aus der Folge, dieses Wort der Externalisierung, ja, das klingt so abstrakt. Externalisierung heißt, dass wir auf Kosten anderer Menschen in anderen Regionen leben. Ob wir Fleisch essen, ob wir billige Handys kaufen, ob wir billige T-Shirts bei Primark kaufen und so weiter. Das sind die Externalisierungskosten, die auf dem Rücken von Natur und Menschen immer noch auch in der sogenannten dritten Welt oder in dieser globalen Arbeitsteilung geschehen. Diese Arbeitsteilung findet ja auch innerhalb unserer Gesellschaften statt. Auch in der Pflege und in der unbezahlten Arbeit haben wir diese Spaltung. Und wer das überwinden muss, muss auch über dieses, wenn wir diese Würde des Menschen und die Rechte und rechtsbasierte Ansätze ernst nehmen, dann müssen wir darüber reden, welche Funktion auch staatliches Handeln hat und politisches Handeln hat, um diese Menschen zu schützen. Dafür werde ich immer kämpfen bei aller Öko-Katastrophe, mit der wir unterwegs sind. Das ist das eine, was ich gerne noch mal stark machen möchte. Und beim internationalen, ja, ich meine, wir können alle in Depressionen versinken. Ich arbeite für eine Stiftung, die hat von China bis Brasilien und von Kenia bis Nigeria bis USA weltweit Büros und Partner. Und natürlich ist es so, dass gerade was auch zum Beispiel in Brasilien passiert, wir alle in Depressionen verfallen können mit Bolsonaro an der Macht. Und wir erleben ja nicht nur Klimakatastrophen, sondern auch geopolitische Umbrüche, die uns ja zeigen, dass wir die Welt, in der wir in der Nachkriegsordnung gelebt haben, gar nicht mehr wiedererkennen. Ja, also das ist einfach so, auch was sich da machtpolitisch an Einfluss Chinas und so weiter verschiebt und wie eben ein Trump agiert. Und dennoch, auch da sind wir uns einig, sind wir zum Beispiel dann wieder zwischendurch optimistisch und machen zum Beispiel Vorstöße bei der UNO, damit es vielleicht endlich mal Verabredungen dazu gibt, wie wir mit dieser globalen Plastikkrise umgehen. Plastik ist von der Arktis bis zum Südpol, auf der Spitze des Himalaya bis im tiefsten Urwald, überall ist Mikroplastik zu finden. Gibt es dazu eine Regulierung global? Null. Es gibt für Plastik im Meer gibt es ein paar Teilabkommen und. Und wir sind gar nicht so ohne Zuversicht, dass es vielleicht doch auch im Rahmen der UNO zu einem Abkommen kommen könnte, das ein bisschen regulieren hilft. Und deswegen kann ich nur sagen, wir müssen halt immer beides machen. Wir müssen vorantreiben, die Agenda vorantreiben, fordern. Wir müssen mit konstruktiven Vorschlägen in die politische Debatte gehen. Wir müssen Aufklärungsarbeit leisten und Wissen vermitteln und die Finger in die Wunden legen. Aber bitte, bei all den Krisen, die wir da sehen, nicht in Mut oder Hoffnungslosigkeit versinken, weil dann haben alle gar nichts davon. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Wir haben ein Klimaschutzabkommen und das ist unzulänglich. Aber es hat immerhin zur Folge, dass wir auch europäische Ziele haben, die dazu führen, dass Deutschland, wenn jetzt nicht endlich was passiert, hier richtig viel Geld bezahlen muss. Also es ist ja auch so, dass die internationale Gesetzgebung leider uns, die wir uns immer als besondere Vorreiter des Ökologischen gerieren, an die Kandare nehmen kann. Also es sind Wechselwirkungen, wo ich auch denke, weiter nach vorne gucken. Da wollen wir dann schauen, wie das Geld zahlen muss in Deutschland. Ja. Das ist dann nicht Deutschland, sondern das ist dann eben, sind ein paar Leute, die dann, oder ganz viele, die zahlen und ein paar, die nichts zahlen werden, weil sie zu reich dafür sind. Aber Sie haben sicher noch weitere Fragen, die wir noch in einer Runde machen wollen und dann hören wir bald darauf. Bitte, hier vorne ist jemand da.
Da ist schon das Mikrofon. Ja, fangen Sie ruhig an. Ich wollte noch mal auf Ihren Vorschlag eingehen, dass man in die Parteien eintreten soll. Das ist ja mehr als berechtigt. Da gehe ich dann in die SPD und dann wird mir gesagt, wir müssen die Bürger mitnehmen. Das geht nicht so schnell und wir müssen wählbar bleiben. Und dann mache ich diese ganzen Kompromisse, die damit zusammenhängen, die bei den Grünen auch nicht passieren. So, und was mache ich dann? Wir sammeln noch ein paar Bemerkungen, Anmerkungen, Kommentare. Hier vorne ist auch noch jemand. Oh je. Nee, fang ruhig an, mach gut. Also. Ja, ich neige durchaus nicht zum Pessimismus, das ist nicht so meine Lebensart, aber wenn ich mir bestimmte Dinge angucke, dann fühle ich mich manchmal schon gefährdet. Beispielsweise, wir haben eben darüber gesprochen, wie die Verteilung, die ja jedes Jahr, die Vermögensverteilung, Verteilung des Reichtums, sage ich jetzt mal, die ja jedes Jahr auch in Davos immer wieder aktualisiert wird, wie die sich entwickelt. Und wir sehen das alle als sehr bedrohlich an. Wenn ich mich in die Rolle derjenigen versetze, die dann an der Spitze stehen, finde ich das Ganze eine Erfolgsstory. Es kommt immer auf die Perspektive an, in der man das sieht. Und wenn ich mir dann auch vorstelle, dass bei denen, die das als Erfolgsstory begreifen, auch die Macht sitzt, dann wird es dann schon etwas schwieriger. Denn auch die Macht findet sich ja durchaus in unseren Parlamenten wieder oder in unseren Regierungsorganisationen wieder, in denen auch Berater aus diesen Institutionen, die davon profitieren, sitzen. Also da fängt es schon sehr an, schwer zu werden. Ich habe im Moment noch nicht so richtig den, also ich verstehe all diese Appelle, die hier geht in die Parteien hinein gemacht werden. Ich finde das gut, dass man diese Hoffnung noch trägt. Aber ich sehe im Moment noch nicht den wirklich wirksamen Hebel, um dieser Entwicklung in irgendeiner Form tatsächlich entgegenzugehen. Weil was mir fehlt, das wäre, und damit nehme ich mich durchaus mit rein, das wäre so eine Art Revolutionsbereitschaft, so komisch das jetzt vielleicht klingen mag, im Rahmen der Bevölkerung, die sagt, wir wollen einen ganz groben Umsturz. Dazu gehört auch, und da meine ich das jetzt nicht nur so im alten Sinne revolutionär, da gehört auch, dass man sagt, beispielsweise Flächenverbrauch, ja, wir wohnen alle, ich glaube, fast hier, die wir in diesen Räumen hier sitzen, haben genügend Wohnraum um uns, aber wir leben manchmal auch sehr, sehr verschwenderisch dabei. Und ich weiß nicht, ob wir uns alle hier vorstellen wollten, dass wir dann unsere Flächenverbräuche reduzieren, unseren Wohnraum, der besteht, mit anderen teilen, damit wir möglichst nicht noch mehr Flächenverbrauch haben. Also ich finde da so viele Widerstandsmöglichkeiten, auch bei denen, die gutwillig sind, sein mögen, dass wir auch da ein Stück der Hoffnung immer mehr schwindet. Ich bin noch nicht deprimiert, also so weit bin ich nicht, aber das als Beitrag. Ja. Hier vorne noch eine Meldung. Also die Analysen verstehe ich sehr wohl. Das Problem, finde ich, ist aber auch eins, dass wir in unserer Gesellschaft inzwischen in diesen ganzen Jahren seit der Aufklärung verlernt haben, uns als ein Teil von irgendwas zu verstehen, dass wir ja insofern eben nicht mehr empathiefähig da sind und als Teil dieser Erde, dieses Bodens, dieser Welt, dieses sonst was zu sehen. Und mich hätte schon interessiert, wo Sie da Möglichkeiten sehen, diese Beziehung einfach wiederzufinden, um überhaupt was wertschätzen zu können und das für so wert zu halten, dass man dafür dann auch kämpfen, demonstrieren, in Parteien oder gehen kann oder sonst was machen. Ja, also ich meine, ich kann meine Hoffnung und meinen Optimismus, und ich nenne mich immer realistische Optimistin, möchte einerseits den Realitäten dieser Welt ins Auge blicken, damit ich auch weiß, wo ich eben auch dagegen sein muss oder wo ich aufklären muss und protestieren muss. Aber mir macht Mut, dass wirklich doch nicht nur Fridays for Future, das ist eine neuere Entwicklung, auf die Straße gehen. Wir haben viel Gegenwehr überall auch auf der Welt. Und wir haben auch Menschen, die Alternativen sehr konkret ausprobieren, wie Ernährungsräte, wie gemeinwohlökonomische Ansätze und so weiter. Und ich glaube schon, dass es, das haben Sie eigentlich ganz gut angesprochen, manchmal so ein bisschen die eigene Trägheit ist, ne? Oder die Mühen der Ebene, der man sich dann zuwenden muss, wenn man sich mit diesen Prozessen auseinandersetzt. Also ich finde zum Beispiel auch für Brandenburg
wunderbar, dass es jetzt neue Allianzen gibt zwischen der Stadt Berlin und Brandenburg, so dass im Prinzip nicht nur über Ernährungsräte, sondern über sehr konkrete Allianzen, die da geschmiedet werden, das Umland wenigstens von Berlin versucht, den Bauern in Berlin eine Perspektive zu geben. Ja? Und da auch politisch, ich komme da nochmal zurück auf vorher, erkannt wird, dass es ohne eine Debatte, dass Landbesitz begrenzt werden muss, eben auch nicht geht. Ja? Und da kommen dann, und das finde ich gut, und solche Ansätze unterstützen wir auch global, konkretes Handeln in der Nachbarschaft, individuell mit dem, in der Umgebung, in der man ist, zu verbinden damit, dass man auch versucht, Ansätze zu finden, wo man strukturell was ändern kann. Ich verstehe ja schon, dass ein frustet, dass man sagt, na, ist ja schön und gut, wenn ich auf weniger Fläche wohne, anders esse, kein Fleisch mehr, aber ich ändere damit doch gar nichts an den Strukturen. Aber ich glaube, dass man beides finden kann, wenn man politisch handeln möchte. Man kann sowohl in strukturelle Prozesse hineingehen, da kann es eine Partei sein oder eine Umweltorganisation oder eine Entwicklungsorganisation oder wie auch immer, wo man sagt, da möchte man auch an größeren Machtstrukturen arbeiten, aber ich kann auch in meiner Nachbarschaft, in meiner unmittelbaren Umgebung Menschen zum Verändern anstecken. Und da finde ich wirklich auch Nachbarschaftshilfen, solidarische Landwirtschaft, ne, die Ernährungsräte und was es alles gibt, sehr, sehr gute Beispiele. Und ich glaube auch, dass man dadurch wieder in Beziehung geht und diese Vereinzelung aufhebt, wenn ich schaue, was es in meiner Umgebung gibt, wo ich mich einbringen kann. Vielleicht rufe ich noch mal die Energiewende in Erinnerung, weil ich glaube, dass die ein gutes Beispiel ist, um auch die unterschiedlichen Ebenen von Einmischung zu zeigen. Also es gab ja schon in den 80er, 90er Jahren viele Menschen, die von der Mehrheit der Bundesrepublik als Freaks bezeichnet wurden. Die haben Windkraftwerke ausprobiert, die haben Photovoltaik ausprobiert, die haben alle draufgezahlt, weil es nicht gleich funktioniert, dann hat es ja doch irgendwann funktioniert. Irgendwann haben sie gezeigt, es funktioniert, dann haben sie sich in Kommunen zusammengetan, haben gezeigt, man kann auch eine ganze Kommune zu 100% auf erneuerbar drehen und dann stellt man tatsächlich fest, okay, wenn wir jetzt wirklich 100% wollen, dann müssen wir auch noch ein bisschen mehr Energie sparen. Dann hat man angefangen, an Heizsystemen zu frickeln und so weiter. Also erstmal Modelle gebastelt in Zusammenarbeit zwischen Wissenschaftlern und Bürgern, Genossenschaften, Energiegenossen und so weiter. Und dann gab es irgendwann einen Parlamentarier oder eine Gruppe von Parlamentariern von den Grünen und auch aus der SPD, Hermann Scheer, um ihn beim Namen zu nennen, der das Erneuerbare Energiengesetz geschmiedet hat mit einigen Grünen zusammen. Und damals gab es in der SPD noch ein paar Ökos. Dieses Gesetz hat dazu geführt, dass heute in der Summe dazu geführt, dass heute weltweit die Photovoltaik die billigste Energieform ist, schon in vielen Ländern, nicht überall, nicht in jedem Kontext, aber insgesamt war das der Anstoß dafür, dass dann durch eine Produktion in China und so weiter. Das ist ein Riesending und es wäre nie möglich gewesen ohne die Frickler. Aber auch nicht ohne die parlamentarische Gruppe, die übrigens überfraktionell gearbeitet hat. Und für mich ist es ein Modellbeispiel dafür, wie es vielleicht dann doch funktionieren kann. Es ist vielleicht nicht auf alles übertragbar, ich sehe nicht zögern. Aber es wird auch zu oft überhaupt nicht versucht, sondern gegeneinander ausgespielt. Und vielleicht ist es auch ein bisschen noch mal eine Antwort auf die Frage, wenn ich in die Partei gehe. Erstens glaube ich, man kann besser nicht alleine. Also so ein Ortsverein ist halt in der Tat häufig eine sehr, sage ich mal, gewachsene Struktur, um es freundlich zu formulieren. Oder geschlossene Gesellschaft. Aber wenn man da mal zu fünft reingeht, dann kann man die Debatte schon ein bisschen drehen. Und wenn dann das Argument kommt, die Mehrheit der Bevölkerung sieht das anders, dann kann man mal sagen, wir sind schon mal fünf hier. Und wir haben übrigens auch ziemlich viele hinter uns stehen. Und also ich weiß, dass das alles naiv klingt, aber in der Summe kann es dazu führen, dass sowas passiert wie mit der Photovoltaik. Und inzwischen ist, glaube ich,
ja, die fossile Industrie überall immer noch am Bremsen, wo sie nur kann. Und ich sehe übrigens Trump und Bolsonaro und diese Leute als Exponenten, unter anderem auch des letzten Aufbäumens der fossilen Dinosaurier. Aber es wächst das Rettende auch. Das ist auch mehr geworden, das ist viel mehr geworden. Ja. Unter anderem auch durch die Möglichkeiten, global zu kommunizieren, was es früher so auch nicht gab. Und wer jetzt gewinnt, weiß ich nicht. Also warum ich jetzt gezögert habe, Christiane, das hat allein damit was zu tun, dass wir natürlich in der ganzen Geschichte auch immer erlebt haben, wie wir alternative Projekte versucht haben zu etablieren. Mhm. Und da gab es die ersten Bioläden, die Körnerläden und so weiter. Heute ist das bei Aldi als Produktpalette, als Öko-Food vorhanden, aber in genau diesen Vermarktungsprozessen, die wir ablehnen. Ja? Aber ist interessant. Die Frage ist jetzt, das war ja ein Punkt, der auch mal auftauchte, die Frage, die müsst ihr auch noch mal kurz aufgreifen. Ist denn diese Form von Erneuerung, die wir brauchen, absolut d'accord. Und wir haben auch dann Leute, die sowas als Vorreiter beginnen in kleinen Projekten. Ja, ist diese Form der Erneuerung machbar innerhalb eines kapitalistisch organisierten Systems, Wirtschaftssystems, was diese Dinge alle aufgreift und sich zu eigen macht und letztendlich transformiert und auch wieder gegen Leute wendet? Ja? Das war die Frage. Ich kann da vielleicht ein schönes Beispiel, was mir gerade zu Hause passiert ist. Ein Gast bei mir hat bei Lidl oder egal, bei Netto eine ökologische Hafermilch mitgebracht. Ich kaufe die immer woanders und sie hat sie halt aus dem Lidl gebracht. Und mein Sohn saß mit am Tisch und er kannte sofort die Firma und hat gesagt, die gehört Danone, das kaufe ich nicht. Ja, super. Also ich meine, das ist natürlich schon auch die Notwendigkeit, ne, sich zu informieren, ne, in welche Machtkonzentration, ja, ich da auch wieder stütze, ja, wirklich nur so, das war so ein Highlight, ne, ich dachte, das ist ja super, du bist ja super informiert, ich google das noch nicht mal, da steht halt so ein Tetrapack auf dem Tisch und ich denke, das ist halt biologisch angebaute Hafermilch, Punkt, ja. Nachgucken, lohnt sich. Das Zweite ist für mich, dass es natürlich, jetzt habe ich den Faden verloren, wollte was anderes sagen, ist egal. Wir haben ja auch ganz schwere Fäden hier, das ist ja kein Problem, das kann ja passieren. Was? Du findest ja wieder den Faden, das sind schwere Fäden, die wir hier versuchen aufzugreifen. Ich wollte noch was, aber kann ich ja gleich ergänzen. Christiane Mulz. Ja, also ich natürlich hast du recht, das ist das, was ich auch meinte am Anfang mit den Plastikwörtern. Also damit fängt es ja schon an, ne? Mit der Übernahme der Rhetorik und dann werden die neuen Märkte sozusagen bedient. Ich muss zugeben, dass ich trotzdem mit der Frage, ob wir das im kapitalistischen System schaffen, insofern noch wenig anfangen kann, als ich nicht glaube, dass man das jetzt mal abschafft. Wir haben einen solchen Zeitdruck. Der Zeitdruck bei den ökologischen Problemen ist so enorm, dass ich glaube, dass es eher umgekehrt so funktioniert, indem man den Wandel, den dezentralen Wandel versucht weiter voranzubringen. Und was ich auch gerade schon sagte, sowas wie die Marktwirtschaft überhaupt erstmal wieder zurückzuerobern, die auch innerhalb des Kapitalismus existiert. Aber für mich ist das größte Problem im Moment nicht der Kapitalismus, sondern seine Pervertierung durch globale Großkonzerne, die alles vereinnahmen können. Und da kann man schon was gegen machen. Also es gibt Kartellgesetzgebung, es gibt alles Mögliche, was im Moment nicht funktioniert. Ich sehe einfach nicht, also ich meine, für mich ist die Antwort auf die Frage, wenn man sie eigentlich nur die, okay, dann war es das. Weil den kriegen ja, nicht Christiane, so schnell. Also wir diskutieren das ja öfter in allen möglichen Zusammenhängen. Ich weiß auch, für mich ist diese Kapitalismusfrage schon auch wichtig. Ich teile das, dass wir alles, was wir wissen an Alternativen, wie können wir durch Regulierung Machtkonzentration zurückschrauben, wie können wir so schnell wie möglich das wissen, was wir haben, Erneuerbare, anderes Essen und so weiter, alles machen, ja, die Ökosysteme schützen, die wir noch haben und. Und trotzdem denke ich, wenn wir über die weitere Zukunft nachdenken,
kommen wir auch um diese Kapitalismusfrage nicht herum, weil es ist ihm diese Expansion und Externalisierung, die ich am Anfang beschrieben habe, nun mal immanent. Ja, und warum kriegen wir denn keine Debatte dazu? Und das war mein Faden, den ich vorher gesucht habe, keine Debatte dazu hin, dass weniger mehr ist. Wir haben keine wirkliche Diskussion um Suffizienz und weniger. Deswegen funktioniert es ja auch mit dem Rebound-Effekt so gut, ja? Dass man zwar effizientere Geräte hat, aber gleichzeitig immer mehr davon verkauft, bessere Heizungen hat, aber immer größer wohnt, größere Autos hat mit weniger Literverbrauch, aber man fährt mehr Kilometer. Ja, was ist das denn für ein Schwachsinn? Ja, ich meine, damit kommen wir nicht aus den ökologischen Krisen raus. Deswegen ist für mich, geht mit Kapitalismus wirklich weniger, wenn er nicht mehr expandieren darf, eine ganz, ganz wichtige Frage. Ja, das ist eine wichtige Frage. Die Frage ist, ob man erst den Kapitalismus geändert kriegt. Ich würde eher sagen, er wird durch sozusagen vielleicht von innen ausgehöhlt und dann in ein neues System übergehen, weil sich etwas bewährt hat. Das scheint mir jedenfalls realistischer als andersrum. Sagen, die Kritik ist absolut richtig. Eine spannende Debatte. Ja. Ja, aber diese, also ich bin ja, mir geht es doch auch so, ich will lieber heute und morgen was Konkretes machen, als mich grundsätzlich mit dieser Frage beschäftigen. Aber so wie ich für eine Kombination werbe, dass man sich selber verändert und gleichzeitig Strukturen verändert, verlange ich auch von mir, dass ich das Schlimmste verhindere, das Machbare mache und gleichzeitig über eine Zukunft nachdenke, die eine grundsätzlichere Umkehr braucht. Das wäre mein Dreiklang. Das eine machen und das andere nicht lassen. Das ist sozusagen, was mir wichtig ist, weil bei diesem Rethinken, bei diesem Neudenken muss ich eben auch über das Wirtschaftssystem gründlicher nachdenken. Und meine politische Erfahrung, ich mache seit 30 oder 40 Jahren internationale Arbeit, ja, Entwicklungskontext, Nord-Süd-Arbeit, globale Umweltpolitik. Und diese K-Frage beschäftigt mich auch schon seit 40 Jahren. Und ich habe immer so und reagiere auch heute noch so wie du. Am Ende sind wir aber, auch wenn ich das mir die Frage vor 40 Jahren beantwortet habe, ich habe jetzt keine Lust, Zeit zu verlieren, mich zu einer Alternative zum Kapitalismus zu beschäftigen. Das war auch immer meine Antwort. Haben wir einen Kapitalismus, der genau diese Scheiße uns einbrockt, in der wir jetzt sitzen? Ich habe das Gefühl, du hast völlig recht. 30 Jahre wird er analysiert und er hat sich weiterentwickelt, völlig enthemmt. Mhm. 20 Jahre Neoliberalismus haben ihn sozusagen auf die Spitze getrieben. Genau. Überall erleben wir jetzt die Konsequenzen und die erleben wir so dramatisch, dass mein Eindruck ist, dass das auch so sehr in Frage gestellt wird, dass Leute anfangen, sich wieder zu bewegen, siehe Fridays for Future, siehe auch an anderen Stellen. Und dass meine Hoffnung ist, dass man es sozusagen von unten wieder was anderes vormacht, ja, was anderes ausprobiert. Ich glaube, die theoretischen Debatten, die hat es ja wirklich, also nicht nur 30 Jahre gegeben, jetzt 50 Jahre gegeben. Entschuldigung, es geht nicht um theoretische Debatten, sondern es geht darum, diese Ebene der Kritik an dem Kapitalismus nicht außer Acht zu lassen. Ja, genau. Weil wir, das haben wir ja die ganzen Abend jetzt diskutiert, wir auch mit dem Problem konfrontiert sind, dass wir möglicherweise in falsche Strategien hineinlaufen. Dass wir meinen, diese Probleme, die wir gerade alle düster schildern können, die, was Marcuse mit der Nähe der Hölle bezeichnet hat, wir sind auf dem besten Weg dorthin, dass wir diese Formen meinen, verhindern zu können, über, das haben wir diskutiert, über neue Technologien, über Innovationen und so weiter, dass das Dinge sind, die nicht funktionieren, sondern dass es notwendig ist, an den Ursachen und den ursächlichen Problemen auch weiterhin Kritik zu führen. Und das führt dann mal dazu, dass wir uns nicht von BlackRock jetzt die Augen vergleistern lassen, die machen jetzt auch noch, sondern dass wir wissen, dass BlackRock zum Beispiel einer der großen Kapitalgeber für die ganzen Berliner Wohnungsgebaugesellschaften sind, wo die Debatte im Augenblick läuft, sie zu enteignen. Das ist nicht, wir warten nicht darauf, bis der Kapitalismus abgeschafft ist, sondern wir versuchen, mit Forderungen etwas in die Welt zu setzen, was ihn an der Stelle auch trifft. Und dafür dann wäre es notwendig zu streiten oder zu kämpfen.
Das ist, glaube ich, das, was wir heute Abend sehr, sehr diskutiert haben. Nämlich wir versucht haben, die verschiedenen Elemente des Problems, Stichwort Klimawandel oder Klimazerstörung, wie du gesagt hast, Barbara, das aufzugreifen und deutlich zu machen, was eigentlich zu tun ist. Ich will jetzt kurz ein kleines Schlusswort halten, damit wir, weil wir sind alle ein bisschen erkältet und ich glaube, es ist auch jetzt auch die Zeit dann aufzuhören. Also, dass es notwendig ist, die Dinge, die heute kurz angesprochen worden sind, die wir nicht im Detail natürlich ergründen konnten, aber wo wir doch deutlich machen konnten, dass hier vieles auch im Zusammenhang zu sehen sein muss. Wir haben über Bodenrecht gesprochen. Wir haben über eine andere Forschungspolitik gesprochen. Wir haben über, was habe ich alles notiert, das Problem der Kommodifizierung von Naturgütern und so weiter gesprochen, was zurück aufzuhalten ist. Das sind alles Dinge, die, glaube ich, wir im Blick haben müssen, wenn es darum geht, eine ökologische Ökonomie oder eine politische Ökologie, wie du es nennst, sinnvoll zu befördern. Das ist damit gemeint. Und das, was oft jetzt aus der futuristischen Perspektive kommt, also irgendwelche gentechnologischen Baukästen und sowas, heißt dann manchmal auch Lego-Wissenschaft, man setzt das alles so wunderschön zusammen, das klingt so wunderbar und einfach, Engineering, das führt dann eben wieder in die Irre. Und das ist das, glaube ich, was wir dringend brauchen, um auch die Depression zu verhindern. Das Schlimmste ist, wenn wir auf die falschen Pferde setzen, wenn wir Dinge verfolgen, Strategien verfolgen, die am Ende in die Irre führen, weil das schafft dann tatsächlich den Frust. Ja. Deswegen ist es notwendig, immer auch darüber nachzudenken, was eigentlich im Zentrum des Problems steht, auch wenn wir es nicht unmittelbar angreifen können, aber doch dann nach Formen zu schauen, wie wir es angreifen können, wie wir daraus etwas mehr machen können. Ich will noch mal kurz auf den Marcuse zu sprechen kommen, weil der für mich nach wie vor noch wichtig ist, weil er eben deutlich macht, dass wir auf dem besten Weg sind, die Hölle zu erreichen, aber dass noch immer auch das Gegenteil möglich ist. Das haben wir versucht deutlich zu machen und das werden wir auch mit dem ganzen Programm jetzt des utopischen Raumes in den verschiedenen Facetten versuchen zu ergründen. Ihr habt heute, du hast davon gesprochen, über die Frage der Externalisierung zum Beispiel. Die Externalisierung wird Thema sein bei dem Vortrag von Stefan Lessenich, der ganz stark darauf, der wird im März hier sein. Die Frage von alternativen Ökonomien wird im Februar schon Thema sein, wenn das Konzeptwerk Neue Ökonomie hier sein wird. Und die berichten nicht nur über das, was sie sich denken, sondern auch über den Prozess, wie man da hinkommt, also über die Idee eines Utopiekongresses, der eben jetzt nicht durch Wissenschaft von oben, sondern von unten, wie du es gesagt hast, Christiane, entstehen soll, also wo tatsächlich über große Befragungen von sozialen Bewegungen, von alternativen Projekten, die es gibt, auch hier Ernährungsräte zum Beispiel, die Frage, welches ist eigentlich das Leben, was wir wollen? Und dann sich gemeinsam zusammensetzen und daraus etwas zu entwickeln und zu gestalten. Das sind Punkte, die heute angesprochen worden sind, die wir weiter verfolgen wollen. Und ich würde an der Stelle erstmal jetzt euch danken. Ihr könnt gerne noch ein Schlusswort sagen, wenn ihr es wollt. Aber erstmal den Dank aussprechen für das, was wir hier von euch gehört haben und was ihr uns auch berichtet habt. Und ich glaube, ich habe vorher gesagt, es ist ein bisschen Aufklärung im besten Sinne des Wortes. Wir haben vieles erfahren, was wir so noch nicht gesehen haben. Es war unglaublich informativ und das ist die Voraussetzung dafür, dass wir tatsächlich dann auch weiter arbeiten können an den Dingen. Erstmal vielen Dank. Und ihr habt jetzt noch das Schlusswort. Ich glaube, ein Schlusswort wäre jetzt nach so einer komplexen Debatte schwierig. Ich wollte gern das sagen, was ich am Anfang vergessen habe zu sagen, nämlich vielen Dank, dass wir hier eingeladen worden sind und vor allen Dingen, dass genau solche Veranstaltungen, solche Räume, glaube ich, das ist, was wir auch meinen, zusammenkommen, sich austauschen und das mit einem Blick nach vorne. Ich finde diese Reihe ganz großartig und das möchte ich gerne loswerden. Wollte ich jetzt noch. Super, dem kann ich mich nur, danke Christiane. Es war auch meine größte Freude. Also wir brauchen überall genau solche Diskursräume, weil die werden uns ja zum Teil auch dicht gemacht, worüber wir ja auch häufig miteinander reden. Ich finde es großartig, dass auch so viele da sind. Und danke dir, Thomas und Medico, dass ihr das möglich macht. Ermöglichen ist ganz wichtig. Zusammen mit den
zusammen mit den anderen Partnern, mit dem Institut für Sozialforschung und so weiter. Muss ich schon noch sagen. Und wir sind auch jetzt dabei, das fortzusetzen. Aber ich will auch deutlich machen, das ist in der Tat die Absicht. Wir wollen hier über einen Prozess reden. Wir wollen nicht nur eine einzelne Veranstaltung oder zwei Veranstaltungen haben. Deswegen ist es mich überhaupt nicht schockierend, wenn wir heute zum Beispiel dieses ganze komplexe Thema mit den schweren Fäden, die dann man möglicherweise verlieren kann, wieder aufgreifen müssen bei anderen. Das ist genau die Absicht daran. Und wir können jetzt noch ein bisschen hier sitzen. Sie können da auch noch ein Getränk nehmen und so weiter. Nutzen Sie den Raum für die Debatte hier.